Was geht ab, Bildungselite? Was geht ab, Jungs? Und ich darf Anton zurück begrüßen. Anton, Alter, lang nicht gesehen. Wie ist das Rentnerleben? Absolut. Das Beste, was mir passieren könnte. Ganz chillig. Danke, danke. Ich habe euch auch alle sehr, sehr, sehr vermisst. Ja, Mann. Freue mich wieder dabei zu sein. Wir Was freuen uns treibst du jetzt auch. gerade so? Jetzt im Moment oder so in meiner Generell. Freizeit jetzt? Also ich versuche, meinen Spagat zu machen zwischen gesunden Lebensstil, Genuss und doch noch gut aussehen. Ne? Also ich lasse mir schon gut gehen, aber wie gesagt, ich versuche dann halt nicht zu übertreiben, nicht komplett auszurasten. Ne? Hatte jetzt einen Geburtstag vor ein paar Tagen gehabt, habe da mir ordentlich Kante gegeben, aber ich denke, das ist einmal im Jahr völlig legitim. Ansonsten, ja, heute schon Beine trainiert, zwar so eine Pillepalle-Training mit meinem Athleten, also den Athleten gut gefördert, aber selbst habe ich schon Mickey-Maus-Training gemacht. Ja, an sich, ja, Geschäft, Familie und ja, ich habe ein paar Projekte, die wir ausarbeiten, die wir in der nächsten Zeit ins Leben rufen werden. Ansonsten halt ganz cool, ne? Beschäftigst du dich überhaupt noch mit Bodybuilding, so in der Szene? So, die letzte Zeit eher weniger, aber ich muss sagen, so die letzten Tage bis Wochen habe ich schon wieder so einen Bock bekommen, also die Szene schon ein bisschen vermisst. Ne? Ich habe auch einen Post gemacht bei Insta, also nicht zu trainieren, also nicht zu pumpen, ist auch keine Lösung, weißt du? Also irgendwie holt mich das trotzdem ein. Ne? Einmal Bodybuilder, immer Bodybuilder, ne, von uns. Na, zwar jetzt nicht komplett up to date, aber ja. Wie machst du? Also, wie THT? Naja, ich. THT? Nee, ich je nachdem. Nein, glaub, nee, das ist schon etwas deutlich drüber. Ja, doch. Also, du versuchst auch noch wirklich Nee, so. ich will schon natürlich klar. Also ich glaube, allein für die Psyche, man muss halt ehrlich sein, ich kann nicht mehr, ich möchte auch nicht wie ein normaler Mensch aussehen. Na, ich muss jetzt nicht wie ein Profi-Bodybuilder aussehen, na, aber halt immer noch halt, na, ja, wie ein Bodybuilder. Ja. Ja. Wie würdet ihr das handhaben, wenn, oder habt ihr schon mal Gedanken darüber gemacht, wenn ihr in Ruhestand geht, wie das bei euch aussehen würde? Ja. Deswegen Naja. habe ich euch auch ein bisschen gefragt eben. Schon zweimal meinen Rücktritt bekannt gegeben und hat trotzdem nicht aufgehört. Ja. Dommel, wie würdest du das machen? Ich bin die ganze. Was? An Domme jetzt oder an mich? An Dommel. Du Domme. machst ja immer weiter, Martin. Du sagst immer Rücktritt Martin und Hahn ballerst ist trotzdem weiter. 24 oder so. Was für ein Karriereende, Alter. Welche Karriere? So jung jetzt auch nicht, aber hast recht. Wie alt bist du jetzt? Ich werde 28 dieses Jahr. 28. Ist ja noch jung. Nee, ich würde es wie Anton machen. Also ich weiß jetzt, Dosierung ist ja auch wurscht. Ich würde aber auf jeden Fall auch, ja, ich würde weiter Wachs, Insulin, Test, Primo vielleicht ein bisschen höher fahren. Also schon noch So einen ein guten, Wohlfühlstack. ja, wo man noch gut mitarbeiten kann. Ich würde wahrscheinlich auch so ein bisschen Blast und Cruise machen. Für mich dann einen kleinen Aufbau im Winter. Zum Sommer würde ich dann wieder ein bisschen diäten, zwischendurch eine kurze Detox-Phase, um zu gucken, ob die Blutwerte alle passen. Ich mag mein Training total, ich werde weiter progressiv trainieren. Ja, also. Bei dir wird sich gar nichts ändern. Nö. Ich mache das voll gerne, Mann. Ich finde mein Leben so unnormal geil. Wüsste gar nicht, wie ich das gestalten soll, wenn nicht. Ich würde auch wahrscheinlich weiter mich von Schatzi bekochen lassen nach Plan. Nee, bin rundum glücklich und ich würde es wahrscheinlich genauso weitermachen, nur halt nicht mehr. Ich werde ein bisschen weniger Beine trainieren, nicht mehr so schwer. Ich glaube, das war bei Anton auch so ein bisschen das Problem. Ich bin jetzt seit 6 oder 7 Wochen dran, eigentlich am Anfang der Prep. Also sonst bist du in die Prep gestartet und hast dir gesagt, bam, jetzt gibst du Vollgas. Ich starte jetzt in die Prep und denke mir so, ah ja, okay, guck erstmal, dass deine Patellasehne wieder in Ordnung ist, guck, dass dein Adduktor heile bleibt, guck mal, dass deine Schulter wieder in Ordnung ist. Also ich mache fast genauso viel Mobility und Reha-Übung gerade wie Training jeden Tag. Das würde ich wahrscheinlich ein bisschen runterfahren. Vielleicht die Wiederholungsbereiche ein bisschen hochsetzen. Aber ansonsten würde ich so weitermachen.
Duane, wie sieht es bei dir aus, wenn du sagst, du hörst jetzt wirklich komplett auf? Ich meine, du hast ja schon einmal fast komplett aufgehört. Ja, habe ich. Ich glaube, ich würde stark auf mein Wohlempfinden achten. Also ich hätte richtig Bock, dass es mir die ganze Zeit gut geht. Ja, und es gibt halt Phasen im Bodybuilding, wo es einem einfach nicht gut geht. Ich meine nicht die Diät, vielleicht bei ho zu hohen Mengen, zu viel Essen und allem. Aber darauf würde ich wirklich achten. Ich würde eigentlich wollen, dass es mir durchgängig gut geht. Ich bin fit, ausgeschlafen. Also ich würde sehr auf meine Fitness achten. Ich würde viel Sport machen. Ich würde wahrscheinlich auch mehr funktionelles Training machen. Ja, ich würde immer versuchen, auch mit der Chemie, das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen drin bleiben, mehr auszusehen als die anderen, gar keine Frage. Aber komplett Bodybuild, ich würde dann wirklich einen Cut machen. Bin ich mir sehr sicher. Also die Szene auch nicht mehr verfolgen. Ja, auf jeden Fall, das ist ja meine Leidenschaft. Also die Achso, Szene würde okay. ich Ja. weiterhin verfolgen, aber ich würde jetzt nicht Bodybuilding an mir selber extrem betreiben. Martin, hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, weil du mal wirklich, wirklich aufhörst? Ja, das ist wie bei Anton so. Du definierst dich halt auch schon so ein bisschen über deine Muskeln irgendwo. Also ich glaube, es ist ganz schwierig einzusehen, dass du jetzt weniger Muskeln kriegst. Also ich glaube, damit haben auch extrem viele Probleme, die mal richtig Bodybuilder waren. Also ich habe damit auch Probleme. Ich habe jetzt auch schon gesagt, ja, jetzt mache ich jetzt nur noch Cruise und sowas. Dann kommt doch noch so ein bisschen mehr rein und so. Und dann wird es auf einmal doch ein Stack. Und ja, also es ist auch, man ist auch so ein bisschen abhängig davon. Einfach weil man an diesen Look gewöhnt ist. Ne? Ich glaube, das ist das Schwierigste von allen an dem Sport, da mal wirklich wegzukommen von. Also ich muss da wirklich ehrlich gestehen, ich habe zwar oft gesagt, dass ja, die Meinung vieler anderer Menschen ist mir so relativ neutral, also außer jetzt von meinen Angehörigen. Aber dennoch, wo ich jetzt ein bisschen, man verliert ja sowieso in Form. Ne? Also man ist nicht mehr, man sieht nicht mehr so aus, wie man aussah, als man das Ganze aktiv betrieben hat. Also ich meine, aktiv Profikarriere. Oder halt, ne, ihr wisst, was ich meine. Man verliert ja so ein bisschen den Volumen, das Aussehen und man bildet sich ein, dass die Menschen dich dann doch weniger irgendwie respektieren, ne, oder anders wahrnehmen. Ne, und davon, ich persönlich bekomme schon Angst. Also ich versuche halt mit mir das Ganze zu reflektieren und zu sagen, also ne, im Kopf zu bearbeiten. Und sich zu beruhigen, beziehungsweise, Digga, das Quatsch, du hast ja alles bewiesen. Na, aber dennoch, man identifiziert sich trotzdem. Ich meine, ich mache das seit, keine Ahnung, 20 Jahren. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich durch die Straße gehe und Leute drehen sich um und gucken mich an. Na, also ich kann das nicht mehr anders, weißt du? So. Deswegen habe ich auch, wie ich von Anfang an gesagt, also ich versuche mal da so ein Spagat zwischen Wohlbefinden, mehr oder weniger trotzdem gesund bleiben und gut aussehen. Also ich mache das schon an meine Blutwerte abhängig, ne, und da passe ich auch meine Dosierung etc. pp. Ne? Weiß voll, was du meinst. Ich glaube, das ist, keine Ahnung, man sagt ja so, klar, die Meinung von anderen kann einem ja egal sein, Ja, aber ich glaube, weißt das ist. Es ist ja auch gar nicht die Meinung von anderen, es ist ja auch seine eigene Meinung. Also man will ja du. auch so, ja, wie soll man sagen, man will ja auch, also man hat das ja gemacht, weil man es geil findet und man sagt dann ja nicht auf einmal so, ich höre jetzt auf und ich finde es nicht mehr cool, breit zu sein. Deswegen von Dwayne den Ansatz finde ich krass, ich glaube, das machen die wenigsten, aber ich glaube, es ist ein richtig guter Ansatz, weil es definitiv der gesündeste ist. Aber für mich im Kopf bin ich mir dessen, glaube ich, dann auch bewusst, wenn ich aufgehe, dass ich dann nicht versuche, 105 Jahre alt zu werden, sondern dass ich dann einfach versuche, das Leben so, wie ich es geil finde, so lange und so gut zu leben, dass ich mich halt wohlfühle in meinem Körper. Und wenn es dann, klingt immer so doof, darüber zu sprechen, aber ich sag, wenn es dann eine 65 oder eine 70 ist, wo man dann halt eben das Zeitliche segnet, dann ist das halt so. Aber dann halt lieber 65, 70 Jahre, wo ich dann sage, okay, 60 waren aber auch richtig geil. Ja. Es gibt ja so, wenn man so sich die alte Garde mal anguckt, so ein paar Leute, die halt immer noch richtig stabil aussehen. So ein Jay Cutler fällt mir da ein, Phil Heath natürlich auch noch. Markus Rühl hat auch damit, also der war auch Total. noch lange nach seiner Wettkampfkarriere richtig krass unterwegs. Aber dann hast du auf der anderen Seite halt so welche wie einen Dexter Jackson oder einen Dennis Wolf, perfektes Beispiel, der ja wirklich dann in Richtung Functional Fitness gegangen ist und jetzt immer noch beeindruckend aussieht, aber halt auf eine andere Art und Weise, ne? Ja. Ja, das wäre wahrscheinlich meine Richtung, in die ich gehen würde, tendenziell. Ja, so Dennis Wolfs Richtung. Wahrscheinlich mit, ich würde wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Gas geben, aber ich weiß es nicht. Das ist auch die Frage, die ich mich fühle danach. Ich denke, Anton ist der Beste, der sich da reinfühlen kann. Wo sind wir an diesem Punkt? Wie weit komme ich überhaupt noch?
Ja, vielleicht werde ich erfolgreich, vielleicht bleibe ich erfolgslos. Ich denke, es sind so viele Sachen, wovon es abhängig wird, wie ich am Ende aussteigen werde. Ich glaube, das kann ich auch gar nicht vorhersagen. Aber ich wünsche mir, dass meine Einstellung ist, dass ich, so wie ich es gerade gesagt habe, halt gesund bleibe oder auf mein Wohlempfinden sehr stark achten werde. Das wünsche ich Ja. mir. Wie handhabt ihr das mit Social Media? Ich meine, ja, steht oder standet ja jetzt alle so ein bisschen auch im öffentlichen Fokus. Gerade vielleicht auch was euer Coaching angeht, seid ihr vielleicht auch daran angewiesen, so weiter irgendwie auf Social Media aktiv zu sein? Oder wäre das was, wo ihr sagt, boah, das geht mir eigentlich schon voll auf den Keks, so Social Media aktiv zu sein und sobald meine Karriere zu Ende ist, würde ich mich auch davon so ein bisschen entfernen? Ich sage nein, es geht nicht. Also, wenn ich mit Social Media aufhöre, dann wird das Coaching nicht ansatzweise so laufen. Deshalb, das ist auch irgendwo ein Teil vom Beruf. Am schönsten wäre es, also da freue ich mich tatsächlich drauf, weil ich coache richtig, richtig gerne. Das Problem ist nur, dass man halt als aktiver Athlet seine, ja, Zeitkapazitäten anders einteilen muss. Am schönsten wäre es natürlich, wenn man ein erfolgreicher Coach ist, ohne den ganzen Tag hier wie so ein Rattenfänger Social Media machen zu müssen und 38 Reels zu posten mit irgendeiner Kackfrage, die man sich eh schon 100 Mal beantwortet hat, damit irgendwelche Leute dann ins Coaching kommen. Am geilsten wäre es halt einfach, wenn man dann so seine 6, 7, 8 Profis hat, neue Profis kommen, aber man halt einfach aufgrund von seinem Erfolg eben dann im Mittelpunkt steht. Und das, also das ist das Einzige, wo ich mich ein bisschen beruhigen muss. Wenn ich meine aktive Phase beende, dann werde ich auf jeden Fall versuchen, also mir macht Coaching jetzt schon Spaß, ich finde es voll geil, aber das ist das, wo ich mich, glaube ich, richtig drauf freuen würde. Und da würde ich dann auch deutlich mehr Zeit investieren, die ich dann irgendwie freischaufeln könnte. Ins Coaching oder in Social Media? Nee, nur, also am allerliebsten natürlich nur ins Coaching, ne? Ja. Und dann halt am besten Social Media Content über coole Athleten. Aber ich meine so, der klingt so doof, aber dieses ganze Real- und Social Media Ding, man folgt so vielen Coaches, wo ich mir so denke, Mann, dein ganzes Kack-Instagram beruht nur darauf, dass Leute zu dir ins Coaching kommen. So, das will ich dann nicht mehr machen. So, also ich würde dann gerne Content machen von meinen Athleten, vielleicht will man das mit Athleten machen, die ein bisschen begleiten, zur Prep mitnehmen, so Entwicklung zeigen. Das ist ja dann auch in die Richtung. Klar kommen dann auch Leute wegen Social Media, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So Ja, diese, das ist, ich weiß, was du Mrs. meinst. Dito oder so. Wenn du mal den seinen Instagram anschaust, der postet eigentlich nur Athletenbilder. Ja, Ja, genau, so schon. Athletenbild oder ein Patrick Thua, so klar, Patrick Tour, der genau. Ja. dann so in die Richtung. Also nicht mehr so dieses, wo, so wie es jetzt modern ist. So, ey, meine drei Top-Übungen für eine geile Brust, Junge. Ja. Wollte ich schon sagen gerade, ja. Anton, wie hast du es gerade gehandhabt bei Social Media? Du bist ein bisschen weniger aktiv, habe ich so das Gefühl, Glaube, aber. jeder, der mir folgt, muss das halt mitbekommen haben, dass ich letzte Zeit null aktiv war. Ich muss ehrlich gestehen, also selbst während der aktiven Zeit, mir hat das nie so richtig Spaß gemacht, ne? Also ich hatte irgendwo eine Verpflichtung gefühlt. Ich habe mir immer eingeredet, das gehört zum Profi sein. Dann Sponsoring, Verträge und Verpflichtungen etc. pp. Aber ich muss sagen, das hat mich echt richtig krass belastet und ich genieße das jetzt momentan. Ich habe auch immer gesagt, wäre ich jetzt kein Profisportler, ich hätte eigentlich Social Media gar nicht mehr gebraucht, ne? Und das raubt mir eigentlich wirklich Zeit und Energie. Ich meine, ich tue Leute coachen, ja, ich bin auch ein Coach, aber ich mache das jetzt nicht hauptberuflich, also ich habe andere Einnahmenquellen, ich mache das aus Leidenschaft und halt mit Leuten, mit denen ich wirklich Spaß habe, das zu machen. Na, also ich habe ja auch nicht vor, Social Media zu nutzen, um mein Coaching jetzt richtig krass auszuweiten. Daher, aber mal schauen, vielleicht ändert sich meine Meinung dazu, ne? Aber ich glaube ich glaube sehr wenig. Also ich bin aktiv, ich bin immer da, ich lese Beiträge, ich check das alles durch. Aber ich habe keinen Bock, mir jetzt den Kopf zu zerbrechen, welchen Bild ich heute noch hochladen soll, was ich noch schreiben soll. Na, also das nehme ich mir, beziehungsweise darauf verzichte ich wirklich gerne. Content-Vorschlag für dich, das würde ich mir nämlich gerne angucken. Nimm uns doch mit in deine, wie du aus dem Profisport so langsam in das normale Leben übergehst. Dann kann ich mir schon mal ein paar Ideen abgucken für später. Ja, habe ich tatsächlich mal überlegt, aber wie gesagt, das zehrt mir meine Ja. Energie, meine geistige Energie. Finde das immer am angenehmsten, einfach so Content zu machen von dem, was gerade so aktuell ist. Dann nervt es auch nicht so. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn man jetzt in der Prep ist, dann macht man ein bisschen Content um seine Prep. Ganz genau.
Ganz genau. Und ich meine, in der Prep, in der Zeit, das hat mir wirklich auch irgendwie Spaß gemacht. Ne? Also, ihr kennt ja alle. Ne? Also, man verändert das Mindset irgendwie von jetzt auf gleich. Ne? Also, wenn du in so einen, diesen Tunnel reinkommst, ne, dann bist du auch ganz anders. Ne? Und ich habe gemerkt, so 2, 3, 4 Wochen nach dem Wettkampf, wo man schon ein bisschen gegessen hat und mit Offseason angefangen hat, dann ist man wie irgendwie aufgewacht und denkt: Boah, das, was ich noch vor 3 Wochen cool fand, denke ich. Oh nee, Alter, wie konnte ich nur? Ne? Was hatte ich für Ideen, Alter? Was hatte ich für Gedanken gehabt? Ne? Ich Ja. finde es bei manchen richtig krass. Man sieht so, wie die übelst, ach, wie soll man es denn sagen, ohne selbst, nicht selbstbewusst, selbst überschätzen werden. Denn dann kommen so Posts so: Ich werde sie alle zerstören oder wartet, bis ich fertig bin. Und dann denke ich mir so: Ich schwöre dir, wenn du dir das 2 Wochen nach deiner Prep anguckst, du denkst dir, was warst du für ein Trottel? Warum haust du hier so auf die Kacke? Aber ich finde es gar nicht schlimm, weil ich kenne das ja. Man ist dann wirklich so in seinem Modus, du machst dein Cardio und du denkst dir so: Zieh das durch, Junge, du machst sie alle kaputt. Du machst sie alle kaputt. Dann machst du so ein Foto und denkst dir: Ja, Mann, du siehst so geil aus, du wirst alle schlagen. Aber da finde ich, da sieht man immer, wenn Leute gerade so auf dem Höhepunkt von diesem Tunnel sind, dann hat man auch, also wie so ein Boxer, weißt du, als wenn sich gleich so 2 Leute duellieren und dann ist man immer so, ja, ich würde sagen, aggressiv motiviert, irgendwie das so durchzuziehen, ja. Richtig. Wollte was verstehst du nicht. Ich hatte tatsächlich einmal, ich war so übermotiviert gewesen, dass ich in der Zeit, ich hatte Hunger des Todes gehabt, ne? Und ich hatte tatsächlich schon eine Konzepte geschrieben, wie ich eine Konditorei aufmache danach. Ich hatte richtig Bock. Welche Cookies und so weiter. Geil. Also, 3 Wochen vergangen. Ich dachte, was für eine Scheiße, Alter, ich bin selbst in Ja. die Ich glaube, das ist die schlechteste Idee, irgendwelche Essgeschäfte in der Prep zu planen. Ja, tatsächlich, Geil, Antons Backwaren. Bippos Backwaren. ja. Ja. Habt ihr auch immer so Kaufrausch in der Prep? Nicht mehr, aber Bei mir ist früher. es richtig krank Früher. gewesen, also dass ich mir eine PlayStation und so bestellt habe. Dann habe ich die Doch. nicht einmal benutzt. Ja. Richtig kranke. Alle Ja. Konsolen, die ich habe, habe ich mir in der Prep gekauft. Ich hatte jeden Monat 2000 Euro Kreditkartenabrechnung gehabt, weil ich jeden Scheiß bestellt habe. Keine Ahnung. Ja. Kenne ich ja. Auch mit Essen am Anfang. Ich habe mir am Anfang bei Amazon irgendwann amerikanische Süßigkeiten bestellt für 300 Euro. Da war ich noch beim Bund. Ich habe, glaube ich, 5 Wochen lang jeden Tag körbeweise Süßigkeiten mit zur Bundeswehr gebracht, um die zu verteilen, weil ich nach 3 Tagen konnte ich es nicht mehr sehen. Ich habe die Süßigkeiten nicht mehr, diese Pop-Tarts und diese Dinge im Poster. Ja. Auf jeden Fall krass. WorldofSweets.de, da habe ich immer bestellt. Ja. WorldofSweets.de. Und Ja, dann das sind ist auch weg. Süßigkeiten für nach die Prep, so einen ganzen Karton voll mit Süßigkeiten, alles danach im Müll gelandet. Kann ich auch allen vielleicht die Angst nehmen, die erste, also zumindest bei mir, ich will nicht, dass, weiß nicht, die erste Prep und also die erste war die schlimmste und es wird immer, immer Ja. einfacher. Auch diese ganzen Gravings? Ravings. Was C. richtig ausgesprochen? Mit C. Die werden auch weniger. Ich habe in den ersten Preps, ich habe Kaugummis für 200 Euro im Monat gegessen, teilweise immer diese Wassermelone, diese Box, die man an der Tankstelle kriegt. Und die schmecken immer nur so 20 Sekunden. Hast du mal ein Ding rein, Autofenster runter, puh, nächste Ding rein. Ja, das hat man nicht mehr. Das habe ich gar nicht mehr. Hat es auch die letzten Vorbereitungen schon nicht mehr. Wie läuft deine Vorbereitung jetzt? Super geil. Auch mit Fabi, alles perfekt. Ach, es macht gerade so einen Spaß, dieses. Ich habe jetzt endlich, deswegen Social Media, ich habe jetzt sowas, was ich, also ich fand Social Media immer richtig kacke, dann hat man es angefangen, dann wurde es irgendwann cooler und dann dachte man sich so, ja, scheiße, aber dein ganzer Trainingscontent, du musst wahrscheinlich so eine Kacke machen wie alle anderen und jetzt kann ich Trainingscontent machen und es geht gerade so ab, es macht so einen Spaß, auch das mit dem Posing und so. Ich habe für mich jetzt einfach rausgefunden, man macht die Sachen, die du geil findest und dann hast du halt eine Nische, die du damit ansprichst, aber in dieser Nische macht es einfach so unendlich Spaß, Content zu machen mit solchen Leuten. Also bin ich gerade mega happy, macht richtig Bock. Aber auch körperlich und Trainingsprogressmäßig geht es voran, nicht nur Ja. contentmäßig. Ja. Form ist super, Training läuft Bombe. Training ist jetzt gerade so diese Findungsphase, das ist für mich echt neu, weil ich sonst immer zu meiner Prep meinen komplett festen Plan hatte. Und jetzt habe ich ja, so nach einer Woche Prep hatte ich dann ja die Idee, komm, Alter, mach's wieder mit dem Fabi zusammen. Und deswegen sind jetzt die ersten 3, 4 Wochen so ein bisschen ja, Setup finden gewesen. Das war für den Kopf echt schwer, ne? Ich habe so zweimal nach dem Training Sprachnachrichten an Fabi gemacht, wo ich mir gesagt habe, Dicker, beim nächsten Mal wartest du erstmal 3 Stunden, bis das Training vorbei ist und machst dann eine Sprachnachricht. Weil man, ich, wenn bei mir ein Training nicht läuft, das ist wie, als wenn eine Welt zusammenbricht. Ich bin dann richtig stinkig angepisst. Aber das wird immer besser. Training läuft, Gewicht ist hoch, Form ist super gut.
Was lief denn am Anfang nicht? Da musst du auch so ein bisschen mit. Also, wann hast du so den Moment nach dem Training, dass du sagst, jetzt habe ich gerade so einen Frust, dass ich eine Sprachnachricht machen muss? Ja, Problem Nummer eins war, wir sind ja mit den Wiederholungsbereichen so stark runter und ich konnte kein Gerät mehr im Studio richtig benutzen. Ich musste alles mit Zusatzgewichten irgendwie versuchen, das Gerät schwer zu machen. Ja, dann ist die Hip-Thrust-Maschine in den Arsch gegangen, weil ich die komplett voll gemacht habe. Dann war die kaputt. Dann kriegst du die Multipresse nicht voll genug für eine Hip-Thrust. Dann musste man sich Extender bestellen. Ich war hier im Obi im Baumarkt und habe ja meine Gym-Pins da dann alle organisiert. Jetzt haben wir die Wiederholungsbereiche ein bisschen hochgesetzt. Klar, da waren so zwei, drei Übungen drin. Anton ist wahrscheinlich der, der es am ehesten kennt, oder Dwayne. Weiß, vielleicht hat Martin Hahn ja auch schon Probleme. Aber man wird ja irgendwann, kennt man seinen Körper und man weiß, die Übung kannst du alle machen, dann passiert ja auch nie irgendwas. Aber dann bastelst du auch immer nur den gleichen Trainingsplan. Und Fabi hat natürlich voll viele neue Ansätze mit reingemacht. Zum Beispiel, ich habe Hammercurls nicht mehr gemacht, weil bei Hammercurls mir immer mein Ellbogen wehtut. Keine Ahnung warum. Jetzt haben wir Hammercurls wieder drin, haben dreimal das Setup umgestellt, bis ich jetzt eine Übung mit einer Kraftkurve gefunden habe, wo mir Hammercurls nicht wehtun. Das war jetzt so ein Beispiel. Oder ich habe wieder angefangen, Flachbank Bankdrücken. Das hat eine Woche Progression gekostet, dann war ich bei 180 auf 6. So, das war eine Schulter wieder in den Arsch gegangen. Also mussten wir dann da wieder eine andere Übung finden, wo wir halt einen ähnlichen Reiz setzen. So, das waren so die Probleme eigentlich am Anfang. Ja. Und du arbeitest jetzt mit Reps in Reserve. Wie kommen die anderen? Habt ihr schon mal nach Reps in Reserve trainiert? Anton, ne? Ja, also die letzte Zeit regelmäßig sogar, ja. Na, dafür habe ich halt einen höheren Volumen gemacht. Ne? Und ja, für mich hatte ich die besten Ergebnisse damit erzielt. Ja. Ja. Wonach Habt ihr hast du es so. ausgemacht, dass du schneller stärker wurdest oder mehr Volumen mehr aufgebaut hast oder mehr, also an Form, ne? Also Form. Muskelvolumen. Ja. Also Kraft war jetzt, also natürlich Progression war auch da, nur ich habe wenig, wie soll ich sagen, weniger Wert drauf gelegt. Also man trainiert ja, um Muskel zu reizen. Also deswegen, ich habe das halt dann an meinen Form, an meinem Muskelvolumen halt, ne? Und ich war nie der Stärkste. Ja, ich muss bei gewissen Übungen, zum Beispiel beim Flach, Bankdrücken, ich weiß nicht warum, aber ich habe bis heute noch wirklich Probleme, ob das jetzt anatomisch bedingt ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Also ich habe wirklich Probleme, da schwer zu drücken. Ja, ein Ziehen, na, also das vorgebeugtes Rudern, na, da war es halt immer gut gewesen, ne? Oder Kreuzheben, na, oder als ich noch Beine trainieren konnte, na, schwer Beine trainiert. Aber alles andere war halt relativ, Gewicht war für mich relativ, es sind Mittel zum Zweck gewesen halt, ne? Deswegen, ich weiß, ihr trainiert ja, also ihr macht oder legt sehr viel Wert auf Progression, auf Gewichtsprogression. Na, ich habe halt meine Progression nicht unbedingt durch Gewichtswachstum, sondern Wiederholungen, oder ich habe halt Pausen verkürzt oder halt verschiedene also, helf mir schon, warte, wie heißt das dann? Techniken, ne? Identitätstechniken genutzt. Identitätstechniken, genau. Jetzt auf der Zunge. Na, sowas. Na. Ich glaube halt, man muss fortgeschritten sein, um Reps in Reserve zu machen. Weil woher weiß denn ein Anfänger, wann Genau. Muskelversagen reicht ist? Die wissen es ja gar nicht. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel einem aufschreibst, 2 Reps in Reserve, dann machen die 10 Reps in Reserve. Ist über eins ist schon Bullshit, finde ich eigentlich. Das ist so, also wenn du genau weißt, wann sind jetzt überhaupt 2 Reps in Reserve, und das, zum Dominik kann das natürlich, weil er schon seit Jahren trainiert und schon extrem fortgeschritten ist, aber das muss man halt immer beachten, glaube ich. Genau, also ich habe Ja. früher immer den Anfängern, die bei uns im Studio angefangen haben, ich hab gesagt, Jungs, trainiert nicht ins Versagen, ne, überlastet euer zentrales Nervensystem, bla bla bla, Regeneration, Kacke, ihr wächst nicht. So, mittlerweile bin ich dazu gekommen, Jungs, trainiert bis ins Versagen, ihr werdet sowieso kein Versagen erreichen. Ja. So, die fallen Ja. früh, die hören ja viel früher auf, ne? Ja. Nervensystem ist auch genau der richtige Punkt, ne? Also die Kraftleistung übers Training, die beruht ja eigentlich gar nicht so auf auf der Muskulatur, sondern eher aufs zentrale Nervensystem. Und diese eine Rep, die man im Tank lässt, also es ist krass, ich mache ja selber gerade den ganzen Content dazu, deswegen müsst ihr das ist auf meinem YouTube dann gucken, da ist es ausführlich, weil ich weiß nicht, wem das alles interessiert hier.
du drückst 6 Wiederholungen, ich sag mal Flachbank 180, die drücke ich auf 6 und lass mir eine im Tank. Danach drücke ich 180 auf 6 oder teilweise sogar auf 7. Drücke ich 180 auf 7 ins Versagen, drücke ich danach maximal 150 auf 7 oder 8. Und es funktioniert halt wirklich durchgehend. Und Fabi ist ein Freak, der hat so Spielereien. Zum Beispiel, wenn man die gedehnte Position einfach aus der Übung rauslässt, wo man am meisten Muskelschäden verursacht. Als Beispiel eine Glute Bridge statt einer Hip Thrust oder einen Butterfly und man lässt einfach das hintere Viertel in der gedehnten Position aus. Dann spammen wir das Ding so voll, teilweise mit 3, 4 Sätzen und ich mache 3 oder 4 Sätze am Stück mit 1,5 bis einer RIR und habe im letzten Satz trotzdem noch einen höheren Arbeitsload teilweise und eine höhere Wiederholungszahl als in dem ersten. Also, dass ich zum Beispiel 150,7, ein in Reserve, 150,7, ein in Reserve, 150,6, ein in Reserve und dann mache ich 150,7 im letzten All-Out. Und damit hat man halt einfach so einen Rattenschwanz an effektiven Wiederholungen, ohne halt zum einen das zentrale Nervensystem extrem zu belasten und ja, ohne dass man sich quasi die Ermüdung in der gedehnten Position holt und kann danach eine Folgeübung immer noch fast maximal schwer trainieren. Also es ist Also, voll ist cool. im Prinzip quasi so viele Sätze wie möglich, so schwer Ein oder Beispiel. effektive Wiederholungen. Effektive Ja, Wiederholungen. Genau. ja, Das es ist war jetzt quasi ein die Idee Beispiel. dahinter. Den Hauptteil, also ich sag mal 95%, mache ich einen Satz mit einer in Reserve und einen Satz All Out. Aber gerade so jetzt zum Beispiel die Glute Bridge oder der Butterfly ist jetzt so drin für das Flachbankdrücken, dass wir einfach da die Kontraktion vorne halt sozusagen hochspoilen, um halt den gleichen Impact zu erzielen wie mit dem Flachbankdrücken, aber das schwere Flachbankdrücken für die Schulter halt rausgenommen haben. Finde ich jetzt gerade voll interessant, weil Dwayne heute oder in den letzten Tagen auch ein paar Ja. Stories über diese Partials gemacht hat. Ja, deswegen würde Jetzt ich hast du ja gerne. gesagt, dass du zum Beispiel die ersten 2, 3 Sätze dann halt nicht in diese gedehnte Position gibst, um halt im vierten Satz nochmal Vollgas geben zu können. Genau. Das bedeutet aber auch, dass du ja 3 Sätze nur in einer Range of Motion trainierst, die vielleicht nach neuer Studienlage gar nicht so effektiv ist. Also als Beispiel, ich mache den Butterfly nicht so, Ja. sondern so. Ja. Ne? Und es hat ja, die ROM hat ja nichts damit zu tun, wie sei man die Muskulatur beansprucht. Das hat ja nur was damit zu tun, in welchem Faserbereich man geht. Und in der gedehnten Position hat man halt einfach einen höheren Impact auf den Körper bzw. auf die Muskulatur. Und daher lasse ich die aus. Was Drain recht hat, ist, dass zum Beispiel gerade der Bizeps oder die Wade in einer gedehnten Position mit Partials zum Beispiel aber auch besser wachsen. Oder die reagieren mit mehr Muskelwachstum drauf. Aber das liegt ja auch daran, dass man da einfach sozusagen mehr Muskelschäden erzeugt in dieser Region. Es geht auch um die Erschöpfung der Muskulatur. Ja, das ist natürlich ein großer Punkt bei diesen Partial Reps, dass man quasi darauf spart, wenn du in dem hinteren, bei den Partials, im hinteren Bereich trainierst, sagen wir jetzt bei Brust hier, dass du dir viel, viel Kraft einsparst im vorderen Bereich. Ein ähnlicher Gedanke wie bei Dome. Ja, Aber der nur noch andersrum, viel. weil du bist ja mehr in der gedehnten Genau, Position und Dom ist genau, ja mehr in genau. der nicht gedehnten. Genau. Und jetzt kam jetzt eine neuere Studie raus, die halt gesagt hat, der anabolste Punkt, ne, es muss noch weiter analysiert werden. Deswegen sage ich auch immer oder betone ich auch immer sehr gerne, dass es so scheint, dass es so ist, ne, dass der anabolste Punkt die gedehnte Position des Körpers ist. Ne, also in dem Bereich zu arbeiten. Deswegen sehr, sehr, sehr interessant. Deswegen, ich würde mich gerne darüber belesen, was er meinte, weil ich finde es aber auch sehr wichtig, zum Beispiel in der Pikkontraktion zu trainieren. Das mache ich auch bewusst bei vielen, vielen Übungen. Dass ich nicht. Spitzenkontraktion. Bitte? Spitzenkontraktion und solche Sachen. Genau. Das heißt, ich finde es auch voll wichtig, zum Beispiel den Bizeps in der Spitzenkontraktion zu trainieren. Oder das mache ich auch, das decke ich auch immer ab. Und diese Partials, davon bin ich auch überzeugt, packe ich halt auch nur bis zu 20 bis 30%, ja, sagen wir ja, 20% in mein Training ein. Und zwar, indem ich Bewusstsätze ausführe damit. Also teilweise mache ich so, dass ich Übungen ausführe mit der Full Range of Motion, sagen wir jetzt mal Bankdrücken. Und die letzten Wiederholungen sind dann Partial Reps. Das ist nicht ganz so optimal, weil ich sage, es sorgt eher für Erschöpfung. Das ist halt nicht das, was unser Ziel ist. Deswegen habe ich jetzt eingeführt, dass ich komplette Sätze einführe, wo ich sage, ich mache jetzt mal als Beispiel einen kompletten Full Range of Motion Bankdrücksatz. Und danach kommt ein Satz mit einer längeren Pause, wo ich wirklich nur die Half Reps mache. Mit Und mehr Arbeitsgewicht. ja, je nachdem, was Ich geht. glaube, das ist Ja. einer der immensen Vorteile, wenn man mit Partials in der gedehnten trainiert, dass man in der gedehnten einfach immer schwerer ist. Genau. Genau. Aber das ist Die auch der Wade oder Nachteil. die Bizeps zum Beispiel würde ich Spitzenkontraktion gar nicht so bevorzugen, weil man in der Kontraktion gerade beim Bizeps unnormal schwach ist. Deswegen ist ja auch die gedehnte Position für den Bizeps besser. Noch krasser bei einer Wade. So viele sagen immer, du musst halt in die volle Kontraktion, Komplett hochgehen, aber ne?
Genau, aber die Wade wächst zum einen besser bei Partials, aber zum anderen ist halt diese Position, wenn Lastig. man nicht nur hier hin will, sondern da oben hoch, Ja. da kannst du das Gewicht um 50% reduzieren, dass du in den scheiß Bereich kommst. Und da ist halt dann der Effekt nicht mehr gegeben. Ich glaube, Partials funktionieren auf jeden Fall. Aber der Ansatz, dass man weniger ermüdet, ist, glaube ich, dann eher das Gegenteil. Also zumindest, wenn du einen Satz Bankdrücken mit schweren Partials machst, dann ist danach alles, was du drückst, deutlich limitiert in der Kraft, weil du ja da schon einen riesen hohen Output erzeugt hast. Wir hatten ein perfektes Beispiel, haben wir schon mal drüber geredet, mit Emir. Ja, mit Emir. dem Bein und dem Oberkörper. Ja, nee, nee, jetzt geht es nicht um die Beine, sondern um die Tatsache ist, als Beispiel, wenn Emir einen Satz von Rudern macht mit 210 Kilo, so, das kann er nicht mit Full Range of Motion machen. Da würde, es funktioniert nicht, so eine Kraft hat er nicht. Aber er hat dann 210 Kilo umgesetzt in der Dehnung. Weißt du, was ich meine? Aber ich muss auch sagen, wenn ich jetzt gerade mit Full, ich fange jetzt gerade, oder ich habe jetzt seit 2, 3 Monaten damit angefangen, die Partials einzubauen mit kompletten Sätzen, ich bin auch erstmal schwach geworden. Ich bin schwächer geworden. Ich konnte dieses Gewicht erstmal nicht in den Partials machen, aber ich werde jetzt gerade sehr, sehr schnell darin sehr stark. Stärker als in der Full Range of Motion. Emir macht das ein Leben lang. Deswegen kann er wahrscheinlich auch diese 210 in diesen Bewegungen, wie er sie ausführt, trainieren. Ja, sehr interessantes Thema. Kann Fabi eigentlich auch mal in den Podcast hier kommen? Voll gerne, ich kann mal fragen, wenn Ja, Torben. cool. Gerne. Ich habe mal eine Frage an Dominik. Glaubst du, wenn ein Emir dein System machen würde, also so wie du jetzt trainierst, würde er nochmal richtigen Schub machen oder wäre das sinnvoller? Wahrscheinlich sagst du ja, also als das, was er Ich kann es jetzt ja gar macht. nicht mit Bodybuilding beantworten. Glaubst du, es ist nicht sinnvoller für egal welche Sportart auf dieser Welt, Ein einfach mit einem ausgeklügeltes vernünftigen, Trainingssystem zu haben. ja, mit einem Doch. vernünftigen Trainingssystem zu arbeiten, als einfach loszugehen und wegzuholzen wie so ein Doch, glaube ich Behinderter? schon, aber die Genetik spielt am Ende des Tages halt auch immer noch mit Die Genetik rein. Ich spielt glaube, immer das eine ist Rolle. nicht. Auch beim Basketball. Du wirst nie ein guter Basketballspieler, weil du das beste Trainingssystem hast, sondern weil du die beste Voraussetzung hast, um den Sport zu spielen. Aber wenn du zwei Menschen hast, die genau dieselbe Dann Genetik, wird alles immer der mit gleich einem haben, dann überlegenen wird der mit Trainingssystem noch deinem, mit besser dem sein. ausgeklügelten System Ja, weiterkommen. Aber man immer. muss sagen, ich denke trotzdem, dass die Art und Weise, wie Emil trainiert, auch ein Grund ist mit seiner Genetik, warum er so aussieht, wie er aussieht, mit seiner Genetik, dass er das überhaupt regenerieren kann. Aber das ist ja der Grund, warum ich nicht ein großer Fan von überall Partials bin, dass die Verletzungsgefahr so hoch ist. Ja, versuch mal, die Full Range of Motion zu trainieren, ist ja einerseits unfassbar wichtig, um die Mobility beizubehalten. Eigentlich haben wir ja nur, ich meine, wenn wir eine komplette Bank drücken von der gedehntesten Position bis nach vorne machen, haben wir eine Mobility-Übung in der Übung mit drin. Wenn wir aber den hier die ganze Zeit machen, das ist für unser Körper einfach schlecht. Das heißt, wir werden uns irgendwann mal in einer Bewegung, wo wir hier vorne sind, verletzen können. Deswegen ist die Full Range of Motion immer einer der wichtigsten, das muss immer ausgeführt werden. Es wird auch niemals so sein, dass es nicht so ist. Weil ich schwöre es euch, die Bodybuilder, die so trainiert haben, Coleman, Branch Warren, alle, die haben sich alle verletzt. Und ich sagte, das liegt an dieser Trainingsart. Ich wünsche es Emir nicht, aber es ist sehr riskant, wie er trainiert, dass er so auf lange Zeit gesund bleibt. Ich hoffe so sehr, dass es funktioniert. Ja, aber die Verletzungsgefahr ist hoch. Er hat keine Mobility. Das kann er nicht haben. Geht nicht mit dieser Art, wie er trainiert. Das versuche ich auch immer zu sagen. Man kann ja sogar so trainieren, aber trotzdem würde ich es halt einfach versuchen, auf irgendein System zu drücken, dass man irgendwie seine Regenerationskapazitäten oder seine Progression eben trackt, weil alles andere ist halt wirklich einfach nur, da kannst du auch jeden Tag würfeln und hoffen, dass du besser wirst, so, ne? Also wenn man halt einen Trainingsstil wie ein Emir hat, voll in Ordnung. Ich würde auch gar nicht so Leute unbedingt das aberziehen, so zu trainieren, aber ich würde da irgendwie versuchen, einfach ein durchdachtes, logisches System reinzubringen, dass man halt auch alles irgendwie darauf anpasst, die Ernährung, die PEDs, die Regenerationskapazitäten, das Trainingsvolumen, Trainingsvolumen erhöhe im Blast, in der Diät das Trainingsvolumen reduzieren. Ich will gar nicht wissen, was der an Muskulatur einfach immer verliert, wenn man in der Diät mit 2.500 Kilokalorien 4 Stunden Rücken trainiert. Ne, das ist ja, also dass das nicht zielführend ist, das weiß ja, glaube ich, jetzt jeder hier in der Runde. Ne? Anton, Wie was sagst siehst du du dazu? jetzt? Das frage ich mich jetzt. Bitte? Ja, ich schließe euch ein. Also ich meine, ich hatte nie, also ich muss, ich war nie Befürworter für derart Training, also kürzer wieder. Ja, also ich war immer der Typ gewesen, der immer gesagt hat, die Muskeln muss man immer aufs Neueste reizen, na, verschiedene Winkel nehmen, immer andere Übungen reinnehmen. Erste Phase, also gucken, dass man eine exzentrische Phase ein bisschen langsamer, ne? Also immer Variationen reinbringen, ja. Und ich glaube, dass es wirklich am besten ist, als wenn man halt wirklich nur einseitig trainiert, also wirklich durchgehend das, was du gerade gesagt hast, also mit diesen kurzen Wiederholungsbereichen.
Es führt dazu, dass die Sehnen wirklich extrem dicht werden, ja. Und das führt natürlich wiederum dazu, dass man halt die Mobility verliert, ne? Also man verspannt sich, ja. Also, ne, deswegen so ein Bridge Warren, der läuft ja wie so ein kleinen Panzer. Ja, genau. Also ich glaube, ich bin wirklich überzeugt, dass man unterschiedlich trainieren muss, ne? Also nie einseitig, immer, immer was Neues reinbringen. Ne? Und der Meinung sind viele Athleten, unter anderem auch viele Profis, mit denen ich unterhalten habe. Ne? Ich kenne zum Beispiel der Alexander Fjodorow, der aus Russland, der Profi, kennt den wahrscheinlich sicherlich alle. Na, der wurde von seinem Vater vorbereitet und der ist teilweise ins Gym gegangen, ohne zu wissen, was überhaupt heute auf dem Plan steht. Na, also der Vater hat ihn immer aufs Neueste überrascht. Er ist dann ins Gym gegangen, weil er dachte, der trainiert Rücken. Na, und der Vater sagt so, wir haben heute Beine. Na, so, darauf war er gar nicht vorbereitet. Und das war ja quasi die Idee dahinter, ne? Dass man halt die Muskeln schockiert. Ne? Also dass er wieder gar nicht vorbereitet darauf ist. Ne? Ich weiß, also ich sehe das nicht unbedingt immer als Vorteil. Ne? Also für mich wäre das, glaube ich, nichts. Also ich gehe schon, wenn ich ins Gym gehe oder ans Gym denke, ich gehe schon durch den Kopf, was ich alles vorhabe, wie ich die Muskeln kontrahiere, welche Übungen ich mache. Und wenn ich dann auf einmal komplett eine andere Muskelgruppe trainieren müsste. Aber der hat ja seine Ergebnisse erreicht und der meinte, dass so ein Trainingsstil dafür geführt hat. Ne? Also der hat seine Ergebnisse diesem Stil zu verdanken. So. Ich glaube, das ist das Problem, dass es bei dem funktioniert hat, dass er das glaubt. Weil ich sag mal, dein Quadrizeps hat ja jetzt kein Gehirn. Das geht ja jetzt nicht los. Dein Quad wacht ja morgens nicht auf und denkt so, heute wirst du trainiert und dann wird auf Ja, einmal der nein. Rücken trainiert. Ich gebe dir voll recht, dass man die Systeme abwechselt, aber du sagst ja auch wahrscheinlich selber, dass man zumindest mal 12, 14 Wochen ein System fährt und dann wieder einen neuen Doch, Reiz zu setzen, ne? definitiv. Genau. Es bringt natürlich auch nichts, jede Ja. Woche einmal alle paar Wochen Übungen zu wechseln. Nein, Ja. das ist nicht. Der Körper braucht ja allein 3, 4 Wochen, bis man halt diesen Mind-Muscle-Connection Ja. gebildet, also aufgebaut hat, ne, bis man halt dann Progression in diesen Übungen erreicht. Ne, also Ja. ich, natürlich, ne, 8 bis 12 Wochen und dann erst neue Übungen, neue Reize oder noch etwas, also neuen Zyklus reinnehmen. Ja. Ne, aber halt trotzdem immer regelmäßig, ne, variieren. Ja. Aber jetzt sind auch alle komplett verwirrt. Einer sagt, wir müssen über ganze Range of Motion trainieren, um die Beweglichkeit zu halten. Der andere sagt, der anabolste Punkt ist in der gedehnten Position. Und der dritte sagt jetzt, nee, nee, die gedehnte lassen wir mal ein paar Sätze raus. Wir machen nur die andere Seite, um Ermüdung zu vermeiden. Aber, Entschuldigung, ganz kurz, Tom, Ja, das ist nee. es halt. Ich glaube, das wird halt alles bei überall kombiniert. Tom, Dumme wird ja auch die Full Range of Motion machen. Er wird auch in der Klar. Gedehnten arbeiten, aber wird immer teilweise diese Partial Reps in der Nichtdehnung machen, oder? Also du machst ja Ich nicht kann alles. alles wissenschaftlich belegen, warum ich es mache. Nein, nein, worauf ich hinaus will, ist, du machst auch Übungen in der gedehnten Ja Position. klar, aber als Ja, natürlich. letztes. Bitte? Als Als letztes, okay. letztes. Also ich Ja. würde immer versuchen, den Muskel von der verkürzten zur gedehnten Position zu trainieren. Das ist Ja, dem, gut, wie man am ja. meisten. Also du kannst jetzt so 4 Übungen machen für deine Brust und du fängst jetzt an mit einer Übung, die in der gedehnten schwer ist. Dann machst du eine Midrange oder drei und dann machst du eine in der verkürzten. So, dann schreibst du dir auf, was du gemacht hast. So, jetzt machen wir Knopf aus, du bist wieder voll regeneriert. Und dann sage ich zu dir, fang mal an mit der verkürzten, dann Midrange und dann gedehnte. Dann rechnen wir alle drei Sachen zusammen. Und in meinem Beispiel wirst du mehr Arbeitsgewicht bewegen wie in deinen. Also hast du mit meinem Ja. Beispiel auch rein theoretisch mehr Muskulatur aufgebaut, auf lange Sicht Ja. gesehen. Ja. Ja. Clever. Ich verstehe den Gedanken, ja. Ich verstehe den Gedanken. Das ist cool. Alter, richtig Bildung wie heute. Naja, aber ist Aber auch Bildungselite, Junge. ausnahmsweise Ausnahmsweise. mal. Ausnahmsweise. Das liegt daran, dass Mike nicht dabei ist. Sonst hätten wir schon lange Der hätte schon ganz lieb gesagt, Junge, gedehnt. halt's Maul, du gib mir nicht auf den Sack mit deinem Scheiß. Ja, Ja. genau. Da wären wir Das schon wäre so lustig. demonetarisiert worden. Ich finde Und das jetzt, guck mal, Gespräch ich habe jetzt dir geschrieben, mega, wir müssen müssen wir es das. übernehmen. Ich sage zwischendurch ein paar Beleidigungen heute einfach immer. Nein, lass mal. Leise, sodass das nur YouTube hört. Martin, was läuft bei dir gerade? Alles im Lot? Wie geht's, Selina? Ja, nach wie, also bei mir ist alles im Lot, ne? Ja, Selina ist jetzt eine Week out. Also nächste Invictus Cup ist ja Ende nächster Woche. Aber sie ist schon in der Ladephase quasi. Also die fangen jetzt schon an, so eine kleine Reverse-Diät reinzumachen in die Show, weil sie schon 3 Wochen vorher fertig war.
Ne, also ich schraube jetzt nach und nach die Kalorien hoch und dementsprechend wird die Laune auch besser wieder, ne, wenn wieder mehr Essen ins System kommt. Und sonst, also ja, bei mir läuft sonst eigentlich nichts, außer dass ich halt viele Athleten habe, die jetzt im Frühjahr starten und das ist halt viel Arbeit. Ich habe jetzt auch zwei Leute, die haben abgebrochen. Das war jetzt auch übelst der Stress. Hat Der dein eine hat. Großer abgebrochen jetzt? Wer? Wer? Der Große. Pablo. Ja. Ja, und der, pass auf, der hat Fressattacken gehabt die ganze Zeit, also der hat Binge-Eating gehabt. Das habe ich mal Ich gesehen. war dann erst so, hab dann erst so immer versucht, das wieder in den Griff zu kriegen. Ich habe dann gesagt, auf keinen Fall kompensieren, wir machen erstmal so weiter. Du bist gut in Form, wir kriegen das hin. Es wurde immer mehr, also die Fressattacken kamen jeden zweiten Tag. Und, aber ich meine jetzt nicht irgendwie Fressattacken, dass der irgendwie mehr Reis oder so gegessen hat, sondern Fressattacken, dass der wirklich losgefahren ist zu mehreren Foodspots. Burger King, McDonald's, Döner und hat sich da Sachen geholt. Also solche Fressattacken. Und hat dann immer wieder so 5, 6 Kilo zugenommen. Und pass auf, dann kommt auf einmal morgens die Nachricht, er kommt gerade aus dem Krankenhaus. Ne? Warte mal Er kurz, kurz. hat. Willst du das hier jetzt sagen oder willst du es nachher sagen? Nicht, dass jetzt Nein, ich kann es. irgendwie. Er hat auch ein öffentliches Statement schon Okay, gepostet alles gehabt. klar. Ja, er kommt aus dem Krankenhaus und er hat halt. Ja, er wollte dagegen ankämpfen. Und hat dann eine Überdosis an Medikamenten geschluckt. Also so Fettblocker, Kohlenhydratblocker und so, solche Sachen hat er sich geholt und hat sich reingeschmissen und ist dann ohnmächtig geworden. Und musste, also er hat irgendwie Krankenhaus angerufen, weil er gemerkt hat, da stimmt was nicht. Hat sich dann irgendwie vor die Tür gelegt und dann ist er im Krankenhaus, so hat er es gesagt, aufgewacht. Und dann, als er mir das gesagt hat, habe ich halt wirklich gesagt, da ziehen wir jetzt die Reißleine, weil ich stell dir mal vor, der wäre draufgegangen Dann und machst du da. morgen Zero Carbs und 2 Stunden Cardio. Nein, ich habe dann Dann gesagt, also ja, Vorbereitung abbrechen, das macht hier keinen Sinn mehr. Ganz ehrlich, da muss man sich eher mal um seine Psyche kümmern und schauen, dass da wieder alles im Lot ist, als auf Krampf noch irgendeine Form zu erreichen. Der hat ja auch ein Gewichtslimit, ne? Der Classic Physik wollte er machen und der hatte halt noch 5 oder 6 Kilo, was er runter musste. Und ja, deshalb habe ich gedacht, das bringt jetzt nichts, weil in einer Woche jetzt, was willst du da jetzt machen? Der hat jetzt 110 Kilo und muss 101 wiegen oder so durch die ganzen Fressattacken. Genau, ein anderer hat abgebrochen, weil er gesundheitliche Probleme hat. Da weiß ich jetzt nicht, ob was ich dazu sagen kann, aber halt auch eine Diagnose bekommen, dass er nicht mehr starten kann. Und dementsprechend war halt extrem viel Stress für mich mit Telefonaten und ja, letztens zwei weniger. Aber Gott sei Dank ist nichts passiert. Ne? Wenn du Aber ganz solche kurz. Athleten hast, wo das komplett aus dem Ruder läuft, du dir auch gar nicht mehr Herr der Lage bist, wie weit sind die noch coachbar? Gar nicht. Also ich sag denen, ich bin dann sogar so ein Typ, ich telefoniere mit denen stundenlang und alles und red denen ins Gewissen, sagt, das ist nicht schlimm, pass auf, du musst mir alles sagen, Kommunikation ist das Wichtigste, weil der hat mir zum Beispiel auch nie was gesagt erst. Der hat auch teilweise Bilder von der Waage gefaked, so nach dem Motto, hey, ich bin leichter geworden, obwohl er eigentlich schwerer geworden ist. Und dann hat er es halt irgendwann gebeichtet, dass er nicht mehr so weitermachen kann und mich dauernd anlügen. Und da macht es halt am Ende keinen Sinn, weil ich, klar, ich kann Schadensbegrenzung betreiben, aber im Endeffekt, also wenn jemand wirklich solche psychischen Probleme hat, dann sollte der erstmal wirklich schauen, dass seine psychischen Probleme im Lot sind. Dann ist Wettkampfbodybuilding der falscheste Ansatz überhaupt eigentlich, weil da wird ja nur so eine Essstörung nur noch schlimmer. Jetzt stell dir mal vor, der hätte noch durchgezogen, hätte sich auf die Bühne gestellt, dann wäre der wahrscheinlich eskaliert nach der Bühne mit Essen, hätte dann wieder einen Rebound gehabt, hätte dann wieder irgendwie Tabletten genommen oder sich einen Finger in den Hals gesteckt oder so. Na, wenn du da nicht ge psychisch gefestigt bist, dann würde ich keinen Wettkampf-Bodybuilding machen. Ja, 100%. Ist voll krass. Kriegt man irgendwie so länger, wie man es macht, umso mehr kommt man auch hinter die Materie, ne? Also, ich wäre wahrscheinlich hier auch der Kandidat, der sagt, so, stell dich nicht so an und hör auf zu fressen, weil man es nicht versteht. Aber ich hätte auch selber mal, ich bin Hypochonder und ich bin 5-mal ins Krankenhaus Ich gefahren, auch. weil ich dachte, ich sterbe. Also, was für eine psychische Krankheit sei ja mal außen vor. Aber man kann halt eine psychische Krankheit einfach nicht erklären und man kann es auch nicht verstehen, aber für solche Menschen ist das halt, keine Ahnung, ich wollte damals mit Bodybuilding, ich habe mir gesagt, ey, bitte mach, dass ich gesund bin, ich höre sogar mit Bodybuilding dafür auf. Und wenn man mich heute einer fragt, was ich machen, also damit ich mit Bodybuilding aufhöre, da müsste schon richtig was passieren. Und ich hatte damals so einen an der Psyche, dass ich damit aufgehört hätte, ne? Und gerade so dieses Thema Essen und dann eine Prep machen. Ich weiß es schon so, ich rede schon immer mit den Leuten danach. Die Reverse ist das Schwierigste und ich würde fast sagen, 5 von 10 Leuten, die Bodybuilding machen,
die vorher keine Essstörung haben, die haben dann wegen oder nach dem Sport oder während dem Sport eine. Das ist echt krass. Ja, wie gesagt, Müsste ich man will auch, sich ich will eigentlich ja auch mal. nochmal dazu. Ja, Ja. das Problem ist, glaube ich, aber, dass die Menschen mit sich selber das dann, also man müsste da eigentlich ehrlicher zu sich selber sein, weil für wen macht man das denn? Also, hab eine Fressattacke, hab zwei Fressattacken. Ich hatte in meiner ersten Prep auch 8 oder 6 Fressattacken, voll viele, weil das war ja mit Markus Ringe die Saison, weil ich einfach mit diesem extrem wenigen Essen nicht klargekommen bin und ich war im Kopf noch nicht so weit. Aber mir war da schon bewusst, okay, aber ich habe kein psychisches Problem damit, sondern es ist irgendwie. Es liegt an irgendwas anderem und es ist ja dann auch wieder besser geworden. Aber man sollte sich das ziemlich schnell eingestehen, dass der Sport nichts für einen ist, weil sonst kommt man da nicht mehr von alleine raus. Das ist echt krass. Ja, gerade wenn du, wie du sagst, wenn es eine Krankheit ist, ne, ich will ja auch niemanden, ich will jetzt auch nicht irgendwie meinen Athlet schlecht reden oder wenn er wirklich eine Erkrankung hat und dafür nichts kann, Ja, ja. ich rede da gar nicht darum. Man muss einfach mal auch irgendwann Eier haben und mal was durchziehen, Alter. Wenn du 1,5 Stunden Cardio machen sollst und mal eine Woche keine Kohlenhydrate essen, ey, dann essen eine Woche keine Kohlenhydrate und mach 1,5 Stunden Cardio. Das ist halt manchmal nötig, so, ne? Aber wenn es dann Ja. wirklich schon so losgeht mit alle 2, 3 Tage Fressattacken und Gewicht faken auf der Waage, dann ist ja schon arg was im, da ist ja schon arg was im Kopf nicht in Ordnung. Da muss man dann einfach sagen, nee, pass auf, so wie du es gesagt hast, da ist Feierabend. Das Ja. Lustige ist ja, Bodybuilding ist die Sportart mit den instabilsten Psychen, würde ich behaupten. Obwohl es die Sportart ist, wo du eigentlich die stabilste Psyche brauchst. Von allen anderen. Ich glaube, die häufigste Todesursache ist wahrscheinlich, na gut, Herzinfarkt wird ziemlich weit vorne sein bei uns, aber Selbstmord? Selbstmord ist auch, glaube ich, ganz weit vorne dabei. Ja. Ja. Das ist zwar eine blöde Überleitung jetzt, aber Was kommt jetzt? Bernhard Franz. Es ist nicht, dass Ja. das Selbstmord war, das wollte ich jetzt nicht damit sagen, deswegen eine blöde Überleitung. Aber es ist der nächste aus der Bodybuilding-Szene gestorben. Klingt voll Ich doof, habe aber da ein da würde ich bisschen mich was mitbekommen, ja. interessieren, um was es da ging. Weiß ich nicht. Weiß das wer? Ja, also ich weiß vom Ryan Johnson, der war sein Coach von Boah. Bernhard Franz. Also der hat ihn auf die Bühne gestellt, 2010 oder so, also schon ultra lang Oh, ach her. so, okay, aber nicht aktuell der Und Coach. nee, also Ja. der war der Coach, aber der kannte den persönlich und anscheinend, also der hatte. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. So habe ich es mitbekommen, dass er halt wirklich auch Drogenprobleme hatte und so anscheinend und auch wirklich von der Bildfläche verschwunden ist. Und anscheinend wurde er tot in seinem Apartment aufgefunden. Was jetzt der Grund war, warum er an Wasser gestorben ist, weiß ich nicht. Aber anscheinend war der ziemlich abgestürzt, so was Medikamenten und so, also halt so die Drogenrichtung angeht. Habe ich gehört, habe ich mir sagen lassen. Ne? Ich will jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen und genau. Krass. War auf jeden Fall eine der Figuren, der mich schon in frühen Jahren echt beeindruckt hat. Weil er so eine krasse, krasse Brust hatte und so eine krasse Schulterpartie. Also gerade als ich mit dem Sport angefangen habe, war das so eine der Personen, wo ich gedacht habe, so, boah, der sieht brutal aus. Der war bei GN, ne? Mit all den Ja, und auch dieser GM. Sauna-Club, was die mal gemacht haben mit Adolf Burkhardt und so. Die haben nochmal Ja, so eine genau. Challenge. Da habe Ja, ich da mich war doch. damals so drüber aufgeregt, weil ich das damals schon so dumm fand. Ja, ich fand's auch doof, aber. Wie alt Also. war er? Nicht alt. Knapp 30? Sowas, ne? Nee, ich glaube älter. Älter, Ja? älter. Ja, Bisschen, lass ihn der Bruder. 35, lass ihn 35 gewesen Ja, sein. so 35, 40 würde ich, also irgendwo dazwischen, würde ich jetzt behaupten, weil damals, wo ich angefangen habe, da war er schon ein Mann. Also deswegen, der war ein paar Jahre älter als ich. Ja. Hat irgendwie in Kassel noch im Fitnessstudio gearbeitet oder so, ne? Oder hat er mal? Weiß es nicht. Genau. Ja, ich kenne halt irgendwie viele, die irgendwie mit ihm ein bisschen besser waren und deswegen es ist extrem oft bei mir im Newsfeed aufgetaucht. Steve Bentin und so, ne? Die waren gut Ja, mit die ganze dem. alte GN-Crew halt, ne? Also, so Ja, die Jungs, mit denen genau. man halt damals so ein bisschen aufgewachsen ist. So die alte Szene noch ein bisschen. Ja, krass, die Einschläge kommen näher. Gut. Also, ich wollte mal ein Thema ansprechen. Ja. Gut, wir wissen nicht, ob das jetzt wirklich so ist, wie der Martin vermutet hat, ne? Ob da irgendwie Drogen im Spiel waren, etc. Aber das kann man halt wirklich nicht leugnen. Ich glaube, jeder kennt von uns diese Tendenz, dass sehr, 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 sehr viele Bodybuilder oder ehemalige Bodybuilder tatsächlich des Öfteren halt mit Drogenproblemen oder mit Drogen zu Ja. tun haben. Ich habe selbst sehr, sehr, sehr viele Freunde, die teilweise dadurch verstorben sind, ne, oder halt im Vor also wie nennt sich das? Kollaterale Schäden, also Steroidkonsum plus Viagra plus Steroid, Koks.
Drogen, Drogen, Alkohol, Koks. genau. Diäten, Diäten, Entwässerung etc. Ja, das haut alles gesamt zusammen. Aber was ich halt fragen wollen würde, was glaubt ihr, womit hängt es zusammen, dass, dass die Bodybuilder so empfindlich an verschiedene betäubende Substanzen sind? Ich Ich denke glaube, mal, das ist ein Grund. Ich meine, dass wir im Bodybuilding schon zu Substanzen greifen, zeigt ja, dass wir erstmal eine Szene sind, die ein bisschen weniger Hemmung hat vor, oder ich sage jetzt mal fast schon weniger Respekt vor der Gesundheit zu unserem Körper. Ich meine, für andere ist es selbstverständlich, dass sie sowas niemals machen würden. Wir machen es. Dann kommt noch die Tatsache, was ich ja schon öfters angesprochen habe, dass wir eine Sportart sind, davon bin ich überzeugt, und das ist auch so, wo wir nicht von stabilsten Situationen kommen. Meistens kommen Leute von Übergewicht, zu klein, zu groß, zu dünn, zu dick und sowas. Also wir sind schon eine psychisch instabile Community, so muss man so sagen, ja. Ich denke, das gehört einmal dazu zusammen und einfach die Sache, dass wir einfach weniger Hemmung haben vor Sachen. Ich ja. denke mal, das werden Gründe sein, unter anderem. Ich wollte sogar noch also die Hormone an sich hätte ich sogar noch. Also das, Kann auch was du sein, sagst, stimmt. genau die Hemmschwelle so, ne? Klar, wenn man sich jetzt hier eine Spritze in die Schulter haut, dann ist die Hemmschwelle nicht mehr so hoch, sich, ich weiß jetzt nicht, spritzt man sich Heroin? Ja, wahrscheinlich. Ja, Aber ich weiß, ja, was das du eine meinst. ist wie mit einer, der regelmäßig kifft oder so, da sagt man ja auch, ist eine Einstiegsdroge. Und ich glaube, genauso ist Testosteron und orale Steroide auch eine Einstiegsdroge. Und zum anderen, dieses Psychische kommt ja von den Hormonen. Also die Selbstmordrate ist so hoch, nicht im Natural-Bodybuilding, schätze ich mal, sondern im unterstützten Bodybuilding. Ja. Es wird mit Hormonen zusammenhängen. Jeder, der schon mal Tren genommen hat, der weiß, innerhalb von 2 Wochen bist du ein völlig, also manchmal, wenn man darauf so anspricht, ist man ein völlig anderer Mensch. So, Ja. das ist der liebste Mensch der Welt, keine Ahnung, nimmst 2 Wochen Tren, einer hupt dich an und du zimmerst den mit seinem eigenen Autospiegel die Rübe ein, Alter. Und ich glaube, das sind die Kombis, die es so gefährlich machen, dass man dann vielleicht durch Testosteron schon irgendwie psychisch labil wird und sich dann damit, zum Beispiel Koks ist ja eine Sache, worauf man denkt, ey, ich bin unbesiegbar, ich bin der Beste, man fühlt sich überall wohl, man kann vor Menschen reden, Ja. was man sonst nicht kann. Ja, und dann ist ja eigentlich eine perfekte Kombi, dass man sein schlechtes Selbstwertgefühl, den man hat durch die ganzen Hormone, dann zum Beispiel mit regelmäßigen Koksen wieder aufpeppt. Oder regelmäßig Schmerztabletten konsumieren, weil man halt einfach Schulterprobleme hat, Knieschmerzen, Ellbogenschmerzen. Das ist ein riesen Rattenschwanz. Die ganzen Betäubungsmittel, na, wie heißt denn das hier? Schlafmittel und so. Diazepam, Opiate und solche Sachen. Ja, Diazepam, genau. genau. Ja, das ist ja auch so. Dann kommst du auch ratzfatz vom Opiat, kommst du dann irgendwie zu anderen harten Drogen. Ich glaube, das ist einfach, hängt Ja, das zusammen. hast du gut gesagt. Ich denke, das ist halt Nebenwirkungsbekämpfung. Ja, das ist genauso wie, wir wollen in der Diät schlafen, wir kiffen. So, jetzt gibt es Leute, die instabil sind, denen geht's schlecht. Die ganze Zeit kommen mit auf ihren Stoff nicht klar und die wollen wieder Glück empfinden, wollen wach sein, wollen aktiv sein, greifen Ja. zu Amphetamin. Also ich denke, das ist auch ein guter Punkt wahrscheinlich. Die versuchen natürlich, und ich kenne auch viele Leute, die eben diese Pep-Koks-Diäten gemacht haben, durchgezogen haben und Ja. dann auf kleben geblieben sind. Ja, weil sie einfach wach sein wollten in der Diät, wieder Energie haben wollten, wollten Leistung in der Arbeit bringen, wollten keinen Hunger haben, den ganzen Scheiß. Ich denke, Ja, geistiger Doping halt, ne? So. ja. Ja, als Bodybuilder-Mann, wenn du weißt, du musst was lernen, dann ist es ja auch, glaube ich, wenn man eh schon Entwässerungstabletten nimmt, orale Steroide, gespritzte Steroide, Schmerzmittel, dann sagt man sich ja, na gut, Mann, dann haue ich mir jetzt noch, wie weiß das rein, was du kriegst, wenn du ADHS hast, Ritalin rein. Ritalin. So, das ist ja einfach, weil man es eh, man, das ist dann halt ein Medikament mehr, was man nimmt. Du denkst, Dann doch lieber das Limitless von HPN. Ach, darauf wolltest du hinaus, jetzt weiß ich. Genau. Oh, nur deshalb. Okay, Thema vorbei, nein, Quatsch. Ja. Nee, aber ich glaube, da habt ihr komplett recht. Komplett recht. Aber ich glaube, das größte Problem ist einfach wirklich diese psychische Komponente und die Hemmschwelle. Wenn dann noch halt das ganze hormonell irgendwie die Risikobereitschaft steigt, keine Ahnung. Aber ist es nicht bei anderen Sportlern auch? Ey, Fußballspieler? geil, ich habe es gerade im Kopf gehabt. Ja, Oder ich. unter Stars. Also Stars, denke ich ja. eher. Stars. Ja, Stars. Allgemein, ja. Vielleicht auch öffentlicher Druck und so. Ja. Ja. Aber gerade halt so Sportler, ich kenne das ja auch. Ich wollte gerade sagen, aus Russland, ich glaube, das ist kein Argument. In Russland saufen alle, ne? Leben aber nur so lange, weil die so viel saufen, Ja, glaube ich. aber ne, also ich kenne tatsächlich wirklich viele, viele Jungs aus Kampfsportbereich,
die nach der Karriere, also während der Karriere, wirklich die diszipliniertesten Sportler gewesen, Karriere vorbei und dann haben wir angefangen ordentlich und dann sind ich abgestiegen, Alter, bis hin zu obdachlos geworden, ne, Was? und gar nichts, ne, also wirklich, ne, Ich glaube, es hat komplett. auch ganz viel damit zu tun, du hast gesagt, nach der Karriere, dass halt, wenn man halt die Karriere an den Nagel hängt, auf einmal diese Struktur am Tag fehlt, man sich ein Stück weit auch von einer gewissen Identität verabschiedet, dass das halt ja auch ganz, ganz viel mit einem macht. Selbst hier, ach ey, die ganze Zeit, ich bin ein Behinderter, jeder wird mich gleich auslachen. Wer hat immer in seinem Keller trainiert, 365 Tage, dann ist er auf die Bühne gekommen und Mr. Olympia gewonnen. Dorian Bill Gates? Gates? Ja, Safe. Mann. Der ist ja, also, der ist jetzt auch ziemlich spirituell geworden, sage ich mal so, nach seiner Ja. Karriere. Das wird für den ja auch, dem sein Ausgleich wird ja wahrscheinlich dann auch so ein bisschen Gras, Pilze, Ayahuasca. was probieren. Aber der macht alles richtig. Ich schwör's dir, den Ja, ich gibt's. meine das auch nie als Ja. Negativbeispiel. Also, klingt so doof, ich habe jetzt auch nichts dagegen. Also, Kiffen ist für, Ja. was ihr wollt, Leute, ist mir Schwanz so, das ist nicht so schlimm. Also, doch, ist schlimm, keine Ahnung, lass mich. Keiner macht Ne, den das Drogen. ist, ja, Torben sagt, das Genau. ist schlimm und ich kann sagen, das ist nicht schlimm. So, aber so wie der es macht, da würde ich sagen, ja, cool, Mann, der hat sich halt irgendwie dann spirituell erweitert. Aber das ist sicherlich der Knackpunkt, der hätte auch genau merken können, oh, dreimal Koks gezogen, ah, wie geil geht's mir denn? Aber er hat dann angefangen, nee, pass auf, ich gehe spirituell irgendwie, ich höre auf mein Inneres, nehme ein paar bewusstseinserweiternde Sachen, die vielleicht jetzt nicht so suchtsteigernd sind. Also, Ja. ja, ich glaube, das hängt alles irgendwie damit schon zusammen. Ende der Karriere, immer Aufmerksamkeit, alle 3, 4 Wochen Adrenalinausstoß, einen Kampf. So, wenn du einen ins Gesicht kriegst, das löst ja auch was aus. Du schüttest Adrenalin aus. Wenn du einen K.O. schlägst, das ist Adrenalin. Auf einmal ist das alles weg und dann willst du dir vielleicht einen anderen Kick holen und dann haust du dir halt Drogen rein, ne? Das Ja. hört. Oder du machst es so wie Mike Tyson und kämpfst auf Netflix. Da freue ich mich so drauf, Ich Alter. auch, Mann. Mann, ich hoffe, der kriegt richtig aufs Maul, dieser Jake Paul von ihm. Boah, das würde Also, ich. Kerl Der ist wird richtig gestellt, der dabei. Kampf. Hundertprozentig, der wird gestellt. Aber der Jake Paul ist auch gar nicht schlecht. Ja, der wird ihn. Ja. Also, ich sag dir ehrlich, eigentlich wird Jake Paul gewinnen müssen. Ja. Er ist einfach fitter. Also, er wird die Runden aushalten und so. Er ist einfach jung. Das ist Aber das diese Ding. Trainingsvideos, Alter, bam, bam, wie schnell Crazy, das ist. crazy. Dass er es immer noch drauf hat mit der Technik. Also, Wie alt Mike ist der Tyson ist wirklich Junge? ein King. 60? Das ist schon krass. Ja, Und aber die willst du zwei keine Runden muss Jake fangen. Paul überleben und danach hat er keine Kondi mehr. Weißt du, was ich meine? Normalerweise. Aber die können niemals einen Mike Tyson nach zwei Runden verlieren lassen. Das kann nicht passieren. Das würden die nicht machen. Die werden sich, das wird stagen. Das wird Mike 100%. aber auch nicht zulassen. Der hat das Mindset, der wird wieder aufstehen. Der beißt ihm ins Ja. Ohr. Mit zwei Ja. Runden. Nein, ich bin gespannt, wie die das. Ich bin so gespannt auf den Kampf, weil ich bin davon überzeugt, dieser Kampf kann nicht wirklich richtig ablaufen irgendwie. Aber mal Ey, gucken. ich trainiere in einem Studio, wo auch Boxringe dran sind. Ja. Und da ist ein alter Mann, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber der ist locker über 80. Ja. Locker. Und der aber hat, glaube ich, auch mal Boxer. Der hat auf jeden Fall noch so altes Germany-Trikot und sowas immer an. Ich glaube, der hat mal echt hochgeboxt. Und der kommt immer rein und der macht nur Sparring mit halt anderen Kämpfern. Also er Geil. hält die Pratzen und alles. Ja. Wie schnell der ist. Was der für einen Wumms noch hat und sowas. Brutal. Wenn ich meine Oma sehe mit 80, Alter, die kann gerade zur Tür gehen und mir die Tür aufmachen und der steht da noch im Ring. Weißt du, dass der 80 ist? Oder Der vielleicht ist der sieht fast noch 50, sieht der älter nur aus. 80 aus. Schon zu oft einen Ich abgekriegt frage ihn das vorher. nächste Mal, wie Oder alt er ist, aber der sieht. kennt ihr diese Prank-Videos, wo so ein Typ sich halt so einen alten Sack Vielleicht, ja. umzieht? Ja. So Kann einer ich ist es. das? Keine Ahnung. Felix Sturm. Ja, Mein Opa. 30-jähriger Boxweltmeister, der verarscht Torben nur. Ja. Kommt jede Woche, nur mich zu verarschen. Nein, aber das ist ja auch die Technik. Ne? Also auch Mike Tyson, du siehst, es geht nicht aus ihm raus, was er boxt ja genauso wie damals, Immer noch wie nur früher, ne? langsamer. Bitte? Immer noch wie früher. Genauso wie früher, ne? Das kommt Mit nicht Haken raus. rechts, links, der schlägt kaum den Genau. Typ. Alter, richtig gut. Finde ich Ja. auch toll. Also war wirklich, wo ich die Videos gesehen habe, Hammer, ne? Aber wie schon gesagt, ein echter Kampf gegen so eine junge Person, die wirklich eigentlich ist ein guter Boxer, Jack Paul. Ne? Ich bin gespannt. Ich bin sehr Ich auch. gespannt. Mitgekriegt, wie er den einen Passanten da im Flugzeug zusammengemöbelt hat? Ja, Ja. Da habe ich Mann. mir Der schon gedacht, genervt hat. du kannst eine Sache in deinem Leben, musst du dir merken, Ich geh Mike Tyson nicht auf den Sack, Junge. wüsste nicht. Können wir ein Foto haben? Bam, bam, bam. Nein. So Leute, sind wir eine Stunde dabei und wir haben noch nicht über die Arnold Classics UK gesprochen. Scheiße, lass uns mal Boxen quatschen, ist so viel besser. Ja, Mann. Ja, Let's wir go. müssen kurz über die Arnold Classics reden, danach können wir wieder über aufs Maul hauen reden, das ist in Ordnung. Ja, Überraschung, Überraschung. Wesley hat wieder gewonnen in der Classic. Brion aber diesmal für Urs. Das ist der erste Aufreger, wo wir gleich mal drüber reden können.
Und das Zweite ist meine Einschätzung von euch über Samson und Hardy, weil, so wie man liest, Hardy dann doch nicht die Härte gebracht hat, die er in Columbus gebracht hat und Samson deutlich verbessert war. Aber vielleicht fangen wir in der Classic erstmal an. Wie seht ihr die Top-3-Platzierung? Ich glaube, über Michael Dabur müssen wir nicht reden auf der 4, das war relativ deutlich. Aber was sagt ihr Ja. zu den Top-3 in der Classic? Ich hatte Urs auf 2. Also jetzt hätte ich das gewertet, hätte ich den Urs auf die 2 gestellt. Ich denke, irgendwo gibt es bestimmt auch Argumente, Brion auf der 2 zu sehen. Ich meine, die Show davor habe ich Brion vor Urs gehabt. Diesmal war es andersrum. Komischerweise wurde es genau andersrum gewertet. Ja, aber ich hatte Urs auf 2. Jungs. Ich muss sagen, diesmal habe ich das erste Mal so eine größere Meisterschaft nicht so krass verfolgt. Ich habe nur im Nachhinein alles gesehen. Deswegen, ja, also ich habe Wesley auf 1. Mit Urs und Brian kann ich eigentlich nicht beurteilen, sage ich ehrlich. Und noch? Ich bin da Ich war schlecht. besoffen. Ich bin Vollpatriot, was das angeht. Ja, also Ist Urs dein Landsmann? nee. Deutscher, Digga. Also ja. Urs Deutsch. ist Ja, ein Deutscher. Kaleszynski ist. der ist ein Polacke. Ja, Genau, Polacke. er ist Polacke. Nein, nein, das nicht. Aber das ist mein guter Freund und unter anderem, wie gesagt, ist unser deutscher Athlet. Hat Aber Rennen. Oh, geil. abgesehen davon, rein objektiv habe ich den definitiv auf dem zweiten Platz gesehen. Was meinst du? Landsmann, ich dachte jetzt, ich war. Russland, das du, ja. Schön, Nein, dass nein. du als dass du sagst, dass du deutscher Landsmann bist. Ich dachte, Ja, du bist auf. falls du es vergessen hast, Domme. Nein, das ist mir schon bewusst. Aber ich dachte jetzt, du bist, aber gebürtig bist du ja, du kommst aus. Russland. Gebürtig komme ich aus Russland, ja. Also Genau, du bist ja geboren. zugewandert Als dann. Deutscher, ich bin als Deutscher in Russland geboren und mit 15 Jahren dann ja, zurück quasi nach Ach, Deutschland. als Deutscher, also du bist eigentlich als Deutscher in Russland geboren? Genau. Du hast eine deutsche Genetik. Ich habe die deutsche Genetik, Ich hätte jetzt gesagt, okay. deutsche Staatsbürgerschaft schon in Russland gehabt, einen deutschen Pass, ja. Ach, Ah, krass. Krass. okay. Okay. Ja, dann herzlich willkommen, Alter. Ja. Seit 20 Jahren, Digga. Herzlich willkommen. Ich hätte gedacht, du bist in Russland geboren und bist dann irgendwann nach Deutschland Ich lebe gekommen. immer Habe noch ich auch da, oder gedacht. was? Du hättest auch irgendwie russischen Pass gehabt und alles und so. Nee, den habe ich auch. Ich habe Achso, zwei Staatsbürgerschaften. zwei Staatsbürgerschaften. Ja. Ja. Erzähl weiter. Urs. Ja, also ja, ich hab so genauso gesehen wie der Martin. Also ich habe den Wesley auf Platz 1, ganz klar, den Urs Platz 2, den Rest dann halt so wie es, ja, Brion und der Bull auf Platz 4. Ja, kurz und schmerzfrei. Ich darf keine Predictions mehr machen. Ich werde schon beleidigt, dass ich nichts richtig habe. Aber tatsächlich fand ich es. Ich sage einfach immer wie Martin. Martin tippt immer gut. Ich glaube, ich. Ich habe es jetzt immer richtig getippt. Ich will es nur sagen. Vorhin auch richtig, Okay, dann ja. halte ich mich jetzt an Dwayne. Dwayne ist auch cool. Nee, aber tatsächlich, davor hätte ich also auf der Arnolds in der USA hätte ich den. Warte mal, da hätte ich den Brion vorm Urs gesehen. Und jetzt war der Urs auf jeden Fall besser in Form und eigentlich ist es verkehrt rum ausgegangen. Ja. Genau, ich wollte sagen, also in den USA wäre es wahrscheinlicher, dass der Brion auf Platz, also Genau. vor Urs gehörte, als jetzt. Genau. Okay. Genau. Ja. 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 Ich fand auch tatsächlich, dass es das beste Paket war, was Urs eigentlich so weit auf die Bühne gestellt hat. Richtig Ja. schön voll immer. Man ist natürlich, Livestream ist immer so eine Geschichte, aber auch jetzt bei 4K-Bildern. Ich finde schon irgendwie, dass Urs den zweiten Platz verdient hätte. Die Härte war abgefahren. Aber du sagst so voll. Das einzige Knackpunkt beim Urs ist, glaube ich, so das Gesamtvolumen im Oberkörper. Unterkörper ist geisteskrank stark. Aber das Aber hat er dann ja ist es. jetzt deutlich besser gebracht als in Columbus, oder nicht? Ich glaube, weil es Ja. auch anders gestellt hat. Ne? Ich fand die Doppelbizeps Auch. schon so viel Masse Ja, gehabt. also. Ja, und Also ich fand Brion schon echt abgefahrenen, schlechten Quad-Sweep, Alter. Da ist ja gar nichts. Das Bein besteht aus zwei Adduktoren. Also, der hat nur Adduktoren im Bein, ne? Wo er Schwer. Urs halt mega voraus ist, halt der Rücken. Ja. Ja. Aber das sind halt Schwer. zwei Posen dann, ne? Das ist. Eine Pose nur. Stimmt, sogar nur eine. Ich bin ja eigentlich ein Mensch, der eigentlich nicht so auf. Also wenn ich bewerte, versuche ich einfach Politik immer auszuschalten, komplett. Deswegen habe ich jetzt die letzten Predictions immer wirklich gesagt, ey, Politik aus, versuche wirklich den Besten nach vorne zu wählen. Das musst Und du. aber in diesem Fall
kann ich mir vorstellen, dass es keine Politik ist, sondern einfach nur Psyche, weil nach der Meisterschaft in Columbus war es halt so, dass wirklich viel Kritik kam von der Seite, ja, Brienne war besser, Brienne war besser. Und ich glaube auch, die Hälfte der Kampfrichter waren für Brienne oder sowas, also gleich drunter, irgendwie so war das. Bis, Mehr. ja, irgendwie Ein bis. einziger Kampfrichter hatte Urs vor Brienne, ein Nee, einziger. nee, Columbus. Nee, in Columbus, da war das irgendwie So, ja. relativ geteilt, relativ, aber ein paar waren dann mehr auf Urs. Und ich denke, wegen dieser Kritik haben die dann extrem drauf geachtet und haben sich so beeinflusst lassen. Kann gut sein, dass sie dann, weil ich habe jetzt öfters gehört, wie schon gesagt, ich kann es nicht richtig beurteilen, weil ich habe das nicht richtig verfolgt. Kann es gut sein, dass sie halt ja das ausgleichen wollten unterbewusst. Ja, Brienne war ja besser und sonstiges. Die können sich sowas nicht nochmal erlauben, falls es nicht so ist. Könnte ich mir vorstellen. Ja, sind ja auch nur Menschen, ne? Ja, sind auch nur Ja. Menschen, richtig, genau. Der Tyler Mannion hat ja in seinem Statement zu Ohio gesagt, dass er persönlich den Brienne vor Urs Genau, aus. genau, so war das. Und Ja, stell vor, ja, da war sag ich das, auch er wieder spricht das dabei. aus. So ein hohes Tier. Also ich denke, die waren schon beeinflusst von der Aussage. Könnte sein, Ja. keine Ahnung. War jetzt einfach nur. Martin hat gerade gesagt, ein Kampfrichter, das müssen ja eigentlich zwei gewesen sein, weil eines ist das Sprechergebnis. Ne? Also zwei Kampfrichter müssten ja von den sieben Urs auf zwei gesehen haben. Ja. Und die beste und schlechteste wird ja gestrichen. Ja, klar, aber trotzdem, oder? Fünf zu stehen, fünf Ergebnisse, ne? Ja, Nee, fünf kommen es. ja rein und die besten, Ja. also insgesamt sind sieben Kampfrichter da Sieben und davon. Kampfrichter und der Bestpunktzahl wäre fünf, weil zwei gestrichen werden. Genau. Ja, aber Urs hatte ja. Wie 14. viel hatte Urs für die Punktzahl? Ich glaube, 14. 14. Das heißt, zwei Kampfrichter müssten ja auf zwei gehabt haben und ein Kampfrichter wird gestrichen. Und der andere, der ihn auf zwei, kommt mit rein. Und die anderen vier, die mit reinzählen, haben ihn dann auf drei. Vier mal drei plus einmal zwei. Ja, aber die höchste und die letzte wird gestrichen. Also die zwei Ja, hat er es gibt ja gestrichen. sieben und nur fünf kommen rein. Ja, Tom hat, glaube ich, recht. Das heißt, zwei Kampfrichter haben ihn auf zwei, aber Und eine fünf wird hatten ihn davon auf gestrichen. drei. Und die anderen fünf hatten ihn auf zwei, auf drei. Und davon wird auch nur einer gestrichen. Ja. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall war es irgendwie bei den Großen das Gleiche, ne? Ja, genau. Kommen wir zu Open. Wie habt ihr das da gesehen? Genauso. Hardy war Ich nicht. in den USA deutlich besser. Da, also Das da hat er Jahr. ja auch gewonnen. Und na gut, er war in der Vorwahl, fand ich, Samson hätte man vorne gehabt. Im Finale hat Hardy wieder ein bisschen mehr Form gebracht. Gut, ich sollte mir den Tipp von Dwayne zu Herzen nehmen und nicht mehr auf meine Emotionen hören. Aber keine Ahnung, Mann, ich will Samson gewinnen sehen. Ich finde ihn so gut, Alter. Der hat so eine Masse, der bewegt sich so geil. Die Proportionen sind der absolute Wahnsinn. Und ich mag einfach so diesen. Hardy ist lustig und nett und sympathisch und auch so cool, aber für mich ist Samson Dowder einfach, der verkörpert für mich einen Mr. Olympia, Mann. Das ist ein Riese, eine Erscheinung, wie der sich bewegt, wenn er die Posen stellt und so. Das ist einfach geil. Also ich muss auch sagen, also bei der Heavyweight habe ich auch nicht live gesehen, nur die Bilder danach. Und ich bin ja auch Hardy-Fan. Ich bin davon erstmal ausgegangen, safe Hardy wird gewinnen. Und ja, dann habe ich, als ich feiern war, da war ich Raven, von der Zuhörerin erfahren, dass Hardy gewonnen hat. Und ich muss sagen, ich hatte davor echt so ein Bild, also wo ich nur die Bilder gesehen habe, nur die Bilder, habe ich ge gedacht, diesmal ist es wirklich knapp. Hier, das könnte wirklich sein, dass Samson gewinnen würde. Was ich gesehen habe auf den Bildern. Ich habe mich alle Posen genau analysiert, wie schon gesagt, es ging echt gut an mir vorbei diesmal. Ja, deswegen, was sagt Martin dazu? Das finde ich jetzt sehr interessant. War das klar oder findest du. Ganz schon klar. Also ich hab Hardy klar auf 1 gehabt. Okay. Samson kam ihm aber verdammt nah diesmal. Also Ja, ne? Samson war viel härter Ja. diesmal. Die Muskelqualität ist halt trotzdem nochmal was anderes bei Hardy. Es ist, glaube ich, generell einfach so. Aber trotzdem, also da, wo die hinten standen und dann wurde der Sieger verkündet, da habe ich wirklich gedacht, es könnte jetzt auch Samson fallen. Na, also es war nicht so, dass ich dachte, ja, Hardy gewinnt jetzt. Da habe ich wirklich gedacht, okay, fuck, jetzt gewinnt Samson. Und ich habe vorhin gepostet, Hardy gewinnt. Deshalb, also Okay. es war diesmal, es war wirklich so, Samson war um einiges besser als in Ohio und Hardy war ein Ticken schlechter, vor allem von hinten. Da hat so ein bisschen die Härte von hinten gefehlt. Und dann, ja, also von der Linie, wenn du jetzt danach gehst, was Domme sagt, groß, hier hat seine schmale Taille, Brust geil und so, hat Samson eigentlich so die geilere Physik. Aber Hardy kommt halt einfach mit so einer Brutalität, ne? Mit Ja, ich dieser weiß, was du meinst. Muskelqualität, mit den Ja. Streifen, mit der Condition. Ja. Und ich fand, Hardy hat mega cool reagiert, als er gewonnen hat diesmal, ne? Also der hat ja Samsons Hand gehoben und sowas. Aber
Es ist auch einfach als Gewinner cool zu reagieren. Entscheidend ist, was machst du, wenn du verlierst? Und da hat das verkackt. Aber ich muss Ja. sagen, wirklich, dass ich mir noch mal wirklich hart gehofft habe, wirklich hart gehofft habe, dass Hardy gewinnt, weil jetzt ist, also jetzt glaube ich wirklich, jetzt kann es wirklich sehr schwer werden. Wenn ich Samsons Entwicklung jetzt weiterhin so sehe, wie jetzt gerade, jetzt kam er ihm nah ran, kann es wirklich sein, dass Samson diese Olympia besser ist als Hardy. Deswegen, Könnte ich auch finde es schön, gewinnen. dass er nach, bitte? Ich glaube, Samson könnte sogar gewinnen jetzt. Ja, eben. Und deswegen finde ich Ja. schön, dass Hardy nochmal so einen Abgang hatte nach der Olympia, wo das so kontrovers war, dass er zwei Arnold Classics gewonnen hat. Das jetzt abgeschlossen ist, freue ich mich unheimlich für ihn. Und jetzt ist, denke ich, wirklich, könnte es gut sein, dass es vorbei ist für Hardy. Also, was heißt vorbei? Er kann sich immer noch verbessern, aber dass er halt nicht mehr mit Derek und Samson mithalten kann. Wird spannend. Bitte? Glaubst du wirklich, dass das jetzt so das Für mich ist es gerade so ein bisschen ein Paradox, dass du sagst, na, also ich meine, in Columbus, das war der krasseste Hardy, den man Ja, fast gesehen nein, hat. nein, nein, ich weiß, was du Und meinst. dass man dann sagt, Aber das war es jetzt für ihn und jetzt kommen Samson und Dereks Zeit. das Ich Flash glaube, habe ich ja das beim wird letzten Mal auch ein. gesagt, was du gesagt hast. Stimmt. Er wird immer besser von Wettkampf zu Wettkampf. Das Problem ist jetzt nur, jetzt hat, fand ich von dem Wettkampf mal den Sprung von Samson so Ich beeindruckend. weiß, was du meinst, ja. Ja, So okay. Derek und beeindruckend. ein Samson, die sind quasi in die Die haben Richtung noch und Luft nach oben, ne? Und Ein Hardy ist eher, der läuft eher jetzt auf seinem. Noch leicht nach oben, gar keine Frage. Es geht Ja. ein bisschen nach oben, außer jetzt dieser Wettkampf. Aber Aber die der ist anderen. schon nah an seinem Peak. Der kann nicht mehr Ja, viel, viel besser kommen. Und glaube sein ich. Peak quasi schon erreicht. Ja. Ja, Ja. also auch nur eine Vermutung. Aber es kann auch sein, dass er uns wieder überrascht, wie ich schon gesagt. Columbus hat er, war der Beste aller Zeiten. Aber die Er anderen liefert machen auch es auch immer auf ab, ne? Zunge. Bitte? Er liefert auch immer ab. Ja, Im außer Kampf fand gerade ich nicht. diesmal. Diesmal hat er mich ein bisschen enttäuscht Ja. von der Rückenansicht und allem. Gut, dann war vielleicht auch noch dieser Stress mit dem Ja. Einreisen und noch ein paar Tage vorher ist angekommen. Visum war nicht ganz klar. Wen wir auf gar keinen Fall auch vergessen sollten, ist Nick Walker. Ja, Ich stimmt glaube, das auch. wird ein Vierkampf dieses Jahr auf der Olympia. Wird richtig spannend. Ja. Ey, Urs. Ja? In welche Richtung geht es jetzt für Urs? Du machst Boah. jetzt keine Wettkämpfe bis zur Olympia, ne? Habe ich gehört. Hey, also genau, aber in welche Richtung ist, was ist das jetzt für ein Signal von den Judges in Richtung Verbesser Urs? dich, verbesser dich, heißt das jetzt. Aber wir glauben noch an dich, verbessere dich und dann placen wir dich wieder weiter vorne. Oder du hattest jetzt 1,5, 2 Jahre deine Chance, es ist nicht viel passiert und die anderen werden besser und du bist jetzt erstmal nicht mehr in den Top 3. Was sagt ihr? Wie viel ist er noch unter seinem Limit, beziehungsweise hat er noch 2 Kilo. 2 Kilo? Ja. Zwei? Ah. Ja, aber ich sag mal, der wäre ja auch mit 2 Kilo mehr schon knüppelhart, ne? Ja, das ist halt bei Ihnen Spielerei, ne? Ja. Also pieken. Schwierig. 6, 7, 8 Kilo kann man wegmachen in einem Tag. Also erstmal ist das für mich jetzt gerade so eine Niederlage, die ganz, ganz schwer zu verdauen ist. Weil du kommst erstmal besser und wirst dann von jemandem geschlagen, den du vor 2 Wochen noch geschlagen hast. Ja, okay, das war fies, ja. Aber Also auch nach dem Motto, Wednesday. du bringst eigentlich das, was sie haben wollen, du kommst wirklich vielleicht auch in deiner Topform und dann Stimmt. schlägt dich jemand, den du vor 2 Wochen geschlagen hast, wo alle schon sagen, der hat keine Beine mehr. Aber man darf halt nicht vergessen, Urs ist einfach mal mit Abstand der Jüngste da noch. Und jetzt, ich habe so das Gefühl, dass ihn das nochmal richtig hungrig gemacht hat, jetzt dieses zweimal auf die Fresse kriegen. Weil ich glaube, an beiden Wettkämpfen, sowohl in Columbus als auch in UK, ist er hingeflogen mit der Einstellung, ich gewinne das Ding oder werde maximal Zweiter. Und dann kam erstmal ein Wesley und jetzt auch noch ein Brion, der ihn überholt hat. Und ich glaube, der hat jetzt richtig viel Wut im Bauch und hat auch gesagt, er sagt alles andere ab. Und der hat jetzt mal wirklich ein halbes Jahr Zeit, der hatte sich auch vorher nie genommen. Er war immer konstant auf Prep, mal richtig irgendwie an seinen Schwächen zu feilen und klar, Master draufpacken kann er nicht mehr viel, aber ich bin echt gespannt auf das Paket und ich glaube, diese Olympia wird zeigen, wo es denn für ihn hingeht. Ja. Oder macht er so ein Kion-Ding und geht doch mal irgendwann 1, 2 Jahre raus aus dem Wettkampf, macht einen Aufbau und startet dann nochmal im Bodybuilding? Warum Glaube ich. sollte er das tun? Der gehört gerade zu den Top 3 der Welt oder Top 4 der Welt. Weil ein Genau, und das. Bodybuilder immer Muskeln aufbauen will, vielleicht? Also ich muss auch sagen, Urs ist einer der wenigen, wo ich sagen würde, wenn er sagt, er hat Bock drauf, dass er das wirklich kann. Also er kann wirklich bei den schweren Jungs starten. Und sagen wir jetzt mal, man beobachtet, er ist halt 25? 25, ne? 2 Jahre jetzt. Okay, es bleibt dabei, wo ich gerade bin. Und vielleicht geht es nach hinten. Wenn das passieren sollte, wissen wir nicht. Dann wäre es für ihn wirklich eine Überlegung, mit seiner Genetik schwer zu werden. Richtig schwer. Könnte man machen. Und dann gucken, was Nicht da an. geht. Also unabhängig, was sein Wunschziel und sonstiges ist, er hätte die Genetik dafür. Auf jeden Fall. Er wiegt 130 Kilo in der Offseason. Guter Mann, Bock. ich habe den im Bunker gesehen, da war ich
Da habe ich meine Probeplatte geholt und bin eigentlich ein Open Bodybuilder und ich sah aus, als wenn ich mir ins Physik starte neben denen, Weißt Alter. du, was ich meine? So, SD. der hat den Kopf dafür. Also, er hat wirklich die Mentalität für ein. Was meinte Mike? Dass er einer der härtesten Trainingspartner war von allen. Ja. Weißt du, was ich meine? So, also, der Typ, der hat's, der könnte es machen. Ja, ich will ihn auf keinen Fall abschreiben, ne? Aber das wäre sehr interessant, auch zu sehen. Das würde richtig Spaß machen. Hätte ich auch bei Chris Bumstead damals, hätte er sich nicht so oft verletzt, gerne gesehen, was mit ihm passiert wäre. Und Ja. Wesley könnte das nicht. Ramon würde ich auch sagen, könnte kein Super Heavyweight werden. Die könnten das nicht. Aber ein Chris Bumstead oder ein Urs hätte das Potenzial dazu. Ja, mega interessant. Ja, Ich Mann. sehe das ein bisschen kritischer als ihr. Also Ich auch. nicht, dass ich ne, also ich will jetzt nichts falsch sagen. Ich weiß, der Urs hat sehr viele Fans, die ihm das zutrauen, aber Classic Physik und Open Class oder Open Bodybuilding sind schon zwei sehr, sehr, sehr verschiedene Paar Schuhe. Na, ich will jetzt nicht in Zweifel stellen, dass der Urs fressen kann und dass der das abliefern kann, was man halt als Open Class Bodybuilder machen muss, ne, um diesen Muskelvolumen aufzubauen. Aber ich weiß nicht, also wenn ich jetzt die Top 10 Mr. Olympia vor Augen habe, ich weiß nicht, wem der Urs da schlagen könnte. Also ich kann mir das einfach visuell jetzt nicht vorstellen. Also ich sehe da wirklich, ich bin da etwas zu skeptisch. So Aber ein Kion sah zum Beispiel immer aus wie ein Bodybuilder, der sich eine Classic-Hose angezogen hat, finde ich, ne? ja, aber bei Urs müsst ihr euch vorstellen, er ist 25, das muss man im Hinterkopf behalten. Er wiegt in der Offseason 130 Kilo. Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht viel Gas geben konnten, selbst in der Classic mit Stoff nicht. Das sei wegen seinem Gewichtslimit. Und er war die ganze Zeit auf Diät. Was ist. Und er hat, wie schon, die Trainingsmentalität für den Open, also der hat alles. Ihm ist alles gegeben, würde alles tun. Er würde in der Offseason, was hat er gecheatet in Polen? Ein Burger. So, er hat die Mentalität dafür. Ich denke, er kann so wachsen wie einer. Ich denke, man kann nochmal die. Man kann, also es geht jetzt nicht darum, was sinnvoll ist gesundheitstechnisch, ja, sondern was seine Genetik hergibt. Und er müsste einfach mal 3, 4 Jahre Offseason machen. Oder sagen wir, in 2 Jahren nochmal einen Wettkampf, ne? Jetzt nicht 3, 4 Jahre durchgängig Offseason. Das könnte möglich sein. Aber wie schon gesagt, er ist immer noch an der Weltspitze von der Classic Physik. Er sollte sich da noch ausprobieren, gar keine Frage. Aber das könnte der nächste Schritt sein. Ich weiß nur, was ich bezweifle, beziehungsweise was ich in Frage stelle, ob er die Proportionen dadurch behält. Proportion. Ja, durch Fressen, durch den Stoff, durch Training etc. Ne, du weißt ja, ne, wie sehr die Mitte auseinandergehen kann unter Umständen. Und das ist halt die Frage, ne? Aber genau das habe ich Ja. mich gerade gefragt. Wie krass würde, einfach mal, kann man vielleicht wieder so einen Zuschauer, der sich mit Computerbilder bearbeiten Was breit macht. auskennt. Genau, und einfach mal so 20, also ich schätze mal, ist jetzt so doof zu sagen, aber ich schätze mal, ich habe jetzt so 12, 13 Kilo Muskeln aufgebaut. Ich bin alt und kaputt, mir tut alles weh. Und ein Urs ist jung, knackig, dem tut noch nichts weh. In 2 Jahren würde der 20 Kilo Muskeln draufkriegen, würde ich 20, 25 Kilo könnte man draufpacken, wenn man es drauf ansetzt. So, und wie es dann aussehen würde, ich glaube, das würde freaky aussehen, Alter. Ich glaube auch, dass er ein Freak-Look. Die Beine würden ganz, ganz schwer zu schlagen sein. Müsste man mal gucken, wie sich der Rücken entwickelt. Wenn er, also vielleicht ist ja genau das, was ihm fehlt, dieser Kalorienüberschuss, um, wie Torben schon sagt, sich irgendwo zu verbessern. Ich meine, wenn du die ganze Zeit Ja. schauen musst, fahr mal, keine Ahnung. Unter einem Rahmenstoff musst halt irgendwie gucken, dass du dich nicht großartig schwerer machst. Wie willst du dann einen Rücken signifikant verbessern? Klar, du kannst ein paar Feinheiten rausarbeiten, wenn du dich darauf konzentrierst, aber lass dem noch mal einfach 25 Kilo Muskeln und davon irgendwie 10, 15 Kilo auf den Rücken knallen. Ich glaube, das wäre interessant. Gutes Der ist Beispiel, mir. ist David Hoffmann. Der ist ja erst Open gewesen und danach Classic. Und ich fand, in der Open sah der immer viel geiler aus. Denn seine Ja, Arme der sind war. richtig massiv. Der hat immer so, als er dann sich in die Classic gedrückt hat, hat er immer so ein bisschen Armvolumen verloren und sowas. Und das sah dann nicht mehr so, der sah mehr Classic aus mit seinem Open. Das war jetzt, das war die umgekehrte Entwicklung, ne, von Open die Classic, ne, Ja. und Ich sehe es immer noch mal. man hat dann den Kion jetzt verglichen, ne, also der Kion, dann hätte man, also wenn man jetzt die Bilder von damals anschaut, dann sieht man das an, dass er kein, also der hatte natürlich, ne, also die Proportion, aber der hatte ja schon, ne, Genau. diese 3D-Muskeln, also der Typ, der ist halt für ein schweres Bodybuilding geschaffen Fand ich gewesen. auch, ja.
Ich würde es auch hammer gerne mal sehen. Ich glaube auch, dass er wirklich weit kommen könnte. Ich rede auch von den Top 10 Mr. Olympia. Ich finde es halt nur gerade schwierig. Er ist gerade so kurz davor, jetzt wirklich dich mal in die Spitze zu setzen. Es fehlen halt immer 100%. noch Nuancen. Und wenn Chris Bumstead jetzt wirklich dann irgendwie in den Sack haut, dann ist es ein offenes Rennen um den ersten Platz. Ich sehe Ja. Ramon immer noch weit vorne, aber Urs ist halt jung und er hat die Chancen, der erste deutsche Olympiasieger zu werden. Und ich sehe ihn in der Open eher dann so vielleicht auf dem Level von einem Rafael Brandao, so in die Auch. Richtung, der dann vielleicht auch irgendwie mal Achter, Sechster, Siebter auf dem Mr. Olympia werden kann. Aber ich glaube, so bis ganz da oben fehlt es noch so ein bisschen. Dann hat Urs halt auch noch diesen schönen Look und Maximum Aesthetics, was er da immer predigt. Und er hat ja auch noch irgendwo dann, ja, irgendwo glaube ich auch das Ziel mit Alice dann irgendwann mal Familie und alles. Ich weiß nicht, ob er da noch jetzt irgendwie so mit 4, 5 Jahre da mit Gewalt irgendwie noch was Glaube ich draufpacken nicht. möchte. Aber das meine ich ja, dass du, er, also er hat noch locker 3 Jahre, wo er sich beweisen kann, wo er überhaupt steht. Die sollte er auch unbedingt noch nutzen in der Classic. Also ich würde auf keinen Fall sagen, geh Ja. jetzt in die Open, niemals. Gar keine Frage. Aber man gu kann gucken, was dann passiert. Ja, gut, 3 Jahre ist dann auch, er wird auch langsam altern. Interessant Aber wäre es, klar. ja, nur als Bodybuilding-Liebhaber würde ich gerne sehen, was da geht. Ja. Nicht, was vernünftig ist. Das ist doch immer so das Ding. Wir wollen Erstmal doch alle sehen, dass vernünftig. Patrick Ja, Teutsch mal stofft. Wir wollen halt, wir wollen es ja sehen. Aber wenn man mal klar. vernünftig überlegt, klug ist es vielleicht nicht. Nee, Bodybuilding hat auch nichts mit Vernunft zu tun. Genau, das müssen wir Sorry. Falscher Podcast rauspacken. hier. Gut. So, Wir Herr haben noch ein Lehrer, paar. werden wir noch abgefragt oder? Ja, wir haben noch ein paar Fragen. Vokabeltest kommt. Okay. Ich habe extra gelernt heute. Also, ja. Ja, hoffentlich kommen die Fragen dann, die ich gelernt habe. Abfrage. Hier fragt jemand, ob du und Kevin demnächst zeitnah mal zusammen trainieren, um ein YouTube-Video dazu machen. Hast du gerade schon gesagt, macht ihr, ne? Ja, siehst du, super vorbereitet. Ja. Guck mal. Einsetzen. Ich bin raus. Ich kann nach Hause. Habt ihr irgendwelche Ticks oder irgendein Verhalten, was ihr euch nicht erklären könnt? Nee. Boah. Schatz, habe ich irgendeinen Tick? Ich räuspere immer. Ach, so. Ja. Das war ein alter Mann ist. Wenn Du genervt bist. ich genervt bin, Ja. räusper ich mich. Ja. Nee, keiner? Ja? Keiner Keiner. oder was? Ich weiß jetzt nicht was. Hypochonder bin ich, so wie Domme. Also extrem. Ich denke auch immer, ich sterbe bei jeder Scheiße. Ich bin leider genau das Gegenteil. Das hat mich schon für sehr viele Probleme in meinem Leben gesorgt. Ich schieb alles raus. Ach, ich Alles huste gut. Blut, ist nichts. Ein Monat Bluthusten, Lungenembolie. Aber so ein, das, ich glaube, das wäre, also was, ja doch, ich glaube, das wäre angenehmer so. Manchmal, mein Vater ist auch so, keine Ahnung, Alter, dem fällt das Bein ab und dann denkt er sich, ach, das ist von alleine gekommen, das geht auch von alleine wieder. Let's go. Genau. Ja. Ich habe letztens mit Sedina kurz darüber geschrieben. Wenn ihr so eine Monster-Energy-Dose trinkt, haut ihr auch immer oben drauf, tickt ihr oben drauf. Warum macht man Ja. das? Und die Kohlensäure, damit es nicht rausspritzt, aber ich weiß nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Ich Ich sehe das gucke immer oft. Ich oben weiß nicht, drauf, ob ob es das was bringt. bringt. Damit es nicht rausspritzt, damit man diesen Druck rausnimmt. Aber ja, wie soll ich den Druck ausgleichen? Das ist doch zu. Keine Ahnung. Hier sind auch voll viele schlaue Zuschauer, die schreiben doch auch immer, wenn wir irgendwas sagen, Warum was. macht man das? Ja, warum macht man? Ich mache das auch immer, aber warum? Wer macht das? Anton, machst du das auch? Nein, ich. Also für dich, wenn du eine 5-0er Keine Bierdose öffnest, tickst du um. Ahnung. Naja, Anton Kalis. macht so. Am Prost. Jelzin. Ja. Ja. Nein, weder noch, Bruder. Keine Ahnung. Also ich habe die ganze Zeit jetzt überlegt, mir fehlt jetzt nichts ein. Also wird wahrscheinlich später, nachdem wir Schluss gemacht haben, etwas auffallen, wie es immer so ist. Aber ja, ich müsste meine Frau fragen, aber die schläft, glaube ich. Selina weiß es bestimmt, aber ich habe keine Ahnung. Fällt Schatz, habe euch ich. irgendwie. Ja, Ja, sie hat auch genau. irgendwas über Kohlensäure gesagt, aber ich habe dieselbe Frage zurückgestellt. Und hast du einen Tick? Nee, die ist ciao. Ach so. Die hört nicht mehr. Na Sonst kennt die gut. anderen nicht genug, ne? Fällt euch ein Tick ein von irgendwem hier? Mike rastet immer aus. Ja. Mike beleidigt immer Homosexuelle. Ey, ihr müsst euch vorstellen, wie lustig Dommel das ist. beleidigt Ich Kleinwüchsige. weiß nicht, wo das herkommt, Alter. Lass mich in Ruhe. Das kommt jedes Video, egal wo ich bin. Das Video war toll, aber Doblek hat schon wieder gegen Kleinwüchsige geschossen. Ich habe eine Frage bekommen bei meinen Fragerunden. Dumme beleidigt immer Kleinwüchsige.
Wie war das denn? Dumme beleidigt immer Kleinwüchsige? Warum macht er das? Er ist doch selber kleinwüchsig. Ja, ich habe ja Also beim letzten einfach. Mal gedacht, dass Jan Was? Hoffmann mein Athlet war, der foppt mich öfter, der spielt irgendwie immer Streiche, der mag das so. Aber er war es ja anscheinend nicht. Nee, ist, doch andere jetzt. Ja. Ja, das ist noch irgendein anderer, weil er hat ja ein, oder hat ein zweites YouTube-Profil. Junge, lasst mich in Ruhe damit, ich drehe schon durch. Ich dreh schon. Aber Es war auch wisst ihr, so, wie lustig? als ich Dommel immer meine das ist ein Formchecks geschickt habe Kleinwüchsiger. damals, als ich Dommel meine Leute, Formchecks Leute. geschickt habe, da hat er immer gesagt, ja, sieht gut aus, aber du bist scheiße klein. Immer Was? dasselbe. Warum Hat schreibt er er immer mir geschrieben, ich schwöre, das war so. das? Passt gerade zum Thema. Geht mal in eurem Handy auf Google und gebt ein Michael de Box Größe auf Google, was da kommt. 1,47, Beleidigung. oder? Nee. Michael de Box Größe, also Michael de Box. Michi Schneider. Michael de Box Größe und lest den ersten Satz durch. Ey, das ist ja sogar 1,30? Kleinwüchsiger Bodybuilder, er ist 1,30 Er ist ein kleinwüchsiger Bodybuilder, er ist 1,30 groß. Er ist 1,57. Ich, wer hat es da reingestellt? Das ist so Das ist das witzig. Erste, was kommt, ne? Ja. Sag mal, wie fühlst du dich Bei jetzt gegenüber Google. Michi? Mann, ist doof. Egal. Ja, tut mir leid, dass ich das reingestellt habe. Ich glaube, es ist meine. Ich habe hier so ein Netzwerk von kleinen Menschenhassern um mich herum. Und ich habe die dazu trainiert, dass die überall, wo Kleinwüchsige sind, für richtig Ärger sorgen. Ich will ja auch, ich habe auch mir vorgestellt, so einen großen Scheiterhaufen zu machen, wo ich einfach alle Kleinwüchsigen verbrenne. Hör auf, wir müssen hier schon wieder schneiden hier. Was? Stimmt, aber So, erzähl wir Kleinwüchsigen wechseln das Thema. unter 1,50? Ach, So, du wir bist wechseln so das Thema. klein. Dumme, hier fragt jemand, ob sich mit deiner OP bei den Karpaltunneln irgendwas verändert hat, weil ihm schlafen nachts auch die Hände ein und er fragt sich gerade, ob OP die richtige Lösung wäre. Also Hast du sieht mal man, ich kann gestellt? den Daumen nicht mehr aufmachen. Wie Da ist lange was. hat es gedauert, dass du wieder trainieren konntest? Ja, ach so, das ging fix, aber es ist völlig im Arsch alles. Ich habe hier kein Gefühl mehr drin, hier kein Gefühl mehr drin, hier kein Gefühl drin. Also das ist, ich spiele gar nichts. Also so müsste der Daumen und da geht er hin. Mehr kann ich nicht. Ich kann den Daumen nicht mehr nach hier bewegen. Und hast du jetzt Das Einschränkungen im Alltag dadurch? ja, also zum Beispiel ein Glas nehmen. So, also es geht nur, indem ich mir meinen Daumen rumdrücke und dann das Glas so festhalte. Okay, krass. Also es ist echt krass. Ich habe auch, eigentlich habe ich meinen Rechtsschutz eingeschaltet und einen Anwalt. Aber ich muss mal gucken. Hat wahrscheinlich irgendein Kleinwüchsiger meine OP verkackt, Kennt ihr die Szene noch aus dem ey. Terminator, wo der sich hier aufschneidet und dann so den Finger? Ich glaube, Ja. es würde gehen. Ich glaube, Das er hat habe sicherlich so ich viel. jetzt vor Augen gehabt. Also. Ist kein Problem. Was eine Scheiße, Alter. Ja, also ist scheiße. Ich rate aber trotzdem allen dazu, das zu machen, weil ich wahrscheinlich einer von 1000 bin, wo es schiefgegangen ist. Die meisten schreiben mir, dass es sofort besser ist. Aber ganz kurz, wie lange hat denn wirklich deine Heilung fürs Training gebraucht? Nach 3, 4, 5 Tagen bin ich ein bisschen ins Studio und habe trainiert. Hm? Und nach 2 Wochen, glaube ich, konnte ich schon wieder voll trainieren. Also du konntest nach 3, 4 Tagen sogar auch oder 5 Tagen Sachen greifen und sowas. Ja, also jetzt so schwere Kurzhanteln nicht, aber ich konnte zumindest mit einer Schlaufe ein bisschen Seitheben machen. Ich bin aber nur ins Studio, um zu gucken, was so ein bisschen ging. Also ich habe jetzt nicht wirklich versucht zu trainieren. Ja. Okay. Habt ihr das mit dem Blatt mitbekommen, dass er den Oberarm gebrochen hat? Nee. Ja. Krass, Ja, aber ja, nicht mitbekommen, krass. ne? Ja, wie der Ian, der hatte das beim Armdrücken. Nein, Oh, das ehrlich? ist Arm gebrochen beim Armdrücken. Gebrochen. Der ist halt in Dubai eingeladen worden zu so einem Polizei, beziehungsweise Tag der offenen Tür von Polizei. Der hatte da ein paar Freunde bei der Polizei, die haben den eingeladen. Na, und da hat er halt mit ein paar Jungs Armwrestling gemacht. Und da hat halt immer, da hat er gesagt, bitte ohne ruckartige Bewegung, na, also einfach auf Kraft. Na, und da hat der Typ halt verloren, quasi schon fast, ne, hat einen zweiten Arm gepackt und dann so. Boah, da Nein! würde ich mich so abfangen. Oh mein Gott. Also Alter, ich weiß grundsätzlich. auch. Das hat ihm gebrochen, Alter. Ja, das Lustige ist, der hat ja eine OP bekommen, ne? Der so eine Titanplatte eingebaut bekommen. Ne? Und nächsten Tag hat er schon trainiert, Alter, der Typ. Was? Ja, gut, er hat den nächsten Tag Beine trainiert, aber einen Tag danach, also nach den Beinen, hat er Rücken gemacht. Ich sage, wie hast du das gemacht? Er meint, ja, gut, ich habe, ne, die Seite, die gesund ist, ne, also voll belastet, ne?
Und die Kapute halt nur so mit leichtem Gewicht, so mit, also mit weniger Gewicht gemacht. Ja, krass. Thema Okay. dazu. An die Zuschauer, alle Bodybuilder. Ja, Arm so. drücken, nie wieder machen. Einfach aufhören damit. Auch Boxautomat. Ich habe Noch einen nicht und Fußball sag euch, macht das spielen und nicht. auch nicht Snowboard fahren, Alter. Ihr macht Ja. das nicht. Das ist einfach gefährlich. Snowboard fahren habe ich mir auch die Hand Gefährlich. gebrochen. Ja. Und ich mache eh keinen Wintersport. Ich bin schwarz. Ich mache Laufen, auch laufen. Was der Sommersport. Ich mache ja Rennsport, genau. Ah, Bobfahren, das geht doch. Bobfahren, das geht, klar. Jamaika eine Bobmannschaft. Klar. Und Ja, klettern auch. Ja. Klettern? Hast du Christoph, gerade auf gesagt? Bäume klettern und so. Was? Auf Palmen klettern. Junge, 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 Junge. Wir haben jetzt die Grenze, Alter, ja. Klettern, Junge. Klettern. Oh Ich sage jetzt nichts dazu. Mann. Zum Glück hat Dwayne Humor. Ja, das ist gut. Oh, shit. Wo wir gerade kurz bei OP, es waren hier Fragen zwei Leute nach deiner Gyno-OP. Wie geht's dir jetzt wieder damit, Dwayne? Super, ja, ich kriege oft die Fragen dazu. Das Problem ist, ich habe ein schlechtes Gewissen. Weil bei mir verlief das alles gut. Kannst Das du wieder klettern? Problem, bitte? Kannst du wieder klettern? Geht. Ich kann nicht klettern. Ja, also, ja, nein, so nach 2 Wochen konnte ich wieder trainieren, nach einer Woche konnte ich klettern. Nein, So, Quatsch. jetzt aufhören. Komm. Nein, genau. Also, alles gut verheilt, alles super. Das Problem ist, ich habe sehr wenig bezahlt. Und das war auch klar im Vorfeld. Und ich wusste auch, die beiden Jungs, die davor waren, haben auch alles gute Arbeit gewesen. Es war nur unfassbar unprofessionell. Und das ist wirklich, also, ich wollte es halt nicht sagen, weil das nicht sehr, alles nicht professionell war. Die Praxis war nicht professionell. Es war alles nicht sehr. Was ist machen lassen? Hagen? Okay. Es war Hagen. Hagen. Ja. Warum unprofessionell? Wie soll ich es erklären? Es hat fast das. Guck mal, es hat mich 1.100 € gekostet, beide. Wie? Weißt du? 1.100 € beide. Das ist ja schon für, das Aber kriegt gut. man selbst im Ausland nicht so günstig. Ja, richtig. Und weißt du, Ausland viele für. kriegen ja noch ein Korsett und sowas, wurde bei mir nicht so. Bei mir wurde es gewickelt, ist dann abgefallen direkt wegen meinem Latt. Es war alles nicht sehr, sehr clean. Also clean war das schon. Da war auch extra jemand für die Narkose da, extra OP-Raum, alles gut. Aber das ist, ich habe kein gutes Gefühl, das anderen Leuten zu vermitteln. Weil bei mir ging es gut, bei den anderen ging es auch gut. Ich habe aber das Gefühl, dass das irgendwann vielleicht nicht gut gehen kann. So wie das alles abgelaufen ist, der Preis und allem drum und dran. Ja, schwer zu erklären. Und Aber mega korrekt von dir. er hat mir auch keine Vorgaben gegeben. Also so, ja, nach dann, ja, trainiere irgendwann nach, keine Ahnung, was hat er gesagt? 3, 4 Wochen. War nur, glaube ich, 3 Tage später, nee, 4 Tage später bei ihm, wo die, nee, 5 Tage, keine Ahnung, wo die Fäden halt gezogen worden sind. Ich denke, der Typ hat es drauf. Ich glaube, das ist auch wirklich nicht so kompliziert, wie es, oder so teuer, wie es eigentlich, oder so viel Geld, wie viel dafür verlangt wird, ne? Aber es ist zu unprofessionell gewesen. Ich habe jetzt hier gerade zwei, drei Athleten zu dem Schönheitschirurgen geschickt, den wir hier kennen. Ja. Der hat zwischen 4.500 und 6.000 Ja. aufgerufen. Ja. Echt krass. Krass. Günstig kriegst du für 2, 2,5. Das ist günstig, günstig. Ich habe es für 1, 2 bekommen. Ich bin Ja, voll 1, 2 zufrieden, habe ich ehrlich noch gesagt. nie gehört. Und man hat Ja. als Coach ja, also ich, keine Ahnung, du hast das ja in jedem Jahr mindestens irgendwie ein bis drei Leute, die Ja. sich die Gyno entfernen lassen. Aber eins. Ja. Also das habe ich noch nie gehört. Unter 2.000 habe ich noch nie gehört. Ja, ich Ich auch glaube, nicht. einer von meinen Athleten, da musste ich jetzt lügen, fährt für 2.8 oder 2.7 jetzt in die Türkei mit Flug und Übernachtung. Also ich sag dir ehrlich, ich habe mir gedacht, so, mach's einfach, sah bei den beiden gut aus. Nur vergisst zur Plastischen und machst es dann wieder gerade, so quasi, wenn es zu schlecht aussehen würde. Dann macht bezahlt seit 3.000, 4.000. Hat gut funktioniert, alles gut verheilt. Ja, aber ja, wenn jemand natürlich den Kontakt haben will, ich habe es jetzt gerade gesagt, es wirkt alles nicht sehr professionell und alle, schreibt mich an, aber auf eigene Gefahr. Ja, Hast du aber mal finde ich voll gecheckt, ob korrekt, dass du das du. so Hast sagst. Hast du mal Ja, gecheckt, ob du noch bei den Nieren hast? ich habe noch ein Hab Bild. ich. Ja. Ich kann wieder klettern, ich glaube mit Hast Nieren. du eine Narbe hier, eine Ach, das ist jetzt eine große, Narbe hier an der oder? Seite übrigens geworden. Ah, Alles da bin ich abgerutscht, ist nicht gut. so Ging bis schlimm. hier unten hin. Ich habe keine Ja. Ahnung, was sie wollten. Okay. Anton, du wolltest was sagen, sorry.
Ich hab Glück gehabt, ich habe die Titten wegoperieren lassen, noch zu den Zeiten, wo die Kasse das übernommen hat, vor Ach. Ewigkeit. Also ich habe tatsächlich für beide Seiten nichts bezahlt gehabt. Macht ja die Kasse, du musst das halt nur irgendwie rüberbringen, dass es nicht auf. Also es nicht durch den Stoff kommt, aber dann hast du schon verkackt. Ja, eben. Das, Obwohl ja. ich auch da es nicht verstehe, weil wenn irgendein Alkohol- oder Drogensüchtiger mit Ja. irgendwas zu einem Arzt geht, da sagen sie auch nicht, haben sie 5000 Euro für eine Behandlung dabei, dann sagt der Drogenjunkie nein und dann sagt man ja auch nicht, ja, dann verpissen sie sich wieder, sondern dann wird ihm auch geholfen, ne? Also. Oder jetzt, ja, Menschen mit einem starken Übergewicht, ne? Also, Ja. die nur Scheiße fressen. ja, genau. Cholesterinwerte im Arsch, wird denen trotzdem geholfen, so. Oder wenn zwei Typen sich treffen und die fahren ein Rennen auf der Fahrenwalder Straße und einer klatscht gegen den Baum, da kommt auch nicht der Krankenwagenfahrer und sagt selber Schuld, ich fahre wieder nach Hause und gehe mir einen Döner holen. So, ne, Ja. der hilft dem dann ja auch. Also, Hm. Krankenkasse, nicht anfangen. Mach noch Fragen, bitte. Ja. Noch ganz kurz zur Gyno. Der Faktor einer, kann man auch die Gyno ohne OP beheben? Nein, ne? Selber rausschneiden. Je nachdem, wie man Nicht wie machen. Bock Dann geht geschmissen. lieber zu Duens Genau, Nierendoktor. geht zu Genau. dem Im Nierendoktor. Anfangsstadium kann man noch was gegen tun. Ja, safe. Kann man es auch mal Ja. tun? Amoxicillin, Amok. Östrogenstufen Ja. drücken, Arimidex, Exemestan. Gegebenenfalls mal gucken, ob es vielleicht eine Prolaktin-Gyno ist von Aber ich sag mal so, Ankarbolin. erfahrungsgemäß, früher oder spät wird es egal, was du, selbst wenn du vorbeugend was machst, also früher oder Ja. spät wirst du es operieren müssen. Ich würde Ja. auch gesundheitlich einfach aus dem Aspekt, dass es, glaube ich, scheiße ist, 10 Jahre lang mit Hardcore-Aromatase-Blockern zu arbeiten, wenn man Profi-Bodybuilding machen will oder Bodybuilding in einem Ex, also in einem höheren Rahmen, wo man eben halt einen Aromatase-Blocker braucht. Dann würde ich einfach sagen, ey, mach dir die Gyno raus und dann kannst du vielleicht ein Medikament, was jetzt nicht so gut für deinen Körper ist, dir ein bisschen sparen. Ja. Nächste Frage. Trotz gutem Schlaf immer müde. Blutbild ist in Ordnung. Was kann es sonst noch sein? Schlafapnoe. Ja. Extrem guter Grund, ja. Das ist auch das Erste, was mir eingefallen ist. Koffeinkonsum könnte auch sein, dass einfach dein Tiefschlaf nicht gut ist. Zu spät Ja. Koffein konsumiert, das ist auch ein Grund gewesen. Schlafapnoe, dass du nicht richtig atmest. Ja, die Schlafqualität. Man muss die Schlafqualität kontrollieren. Warum ist das so? Was Bildschirmzeit? Du warst am Handy die ganze Zeit, kurz bevor du schlafen warst. Das kann auch deinen Tag danach ruinieren. Zentrales Nervensystem. Zu viel Essen direkt vor dem Schlafen gehen, du hast das falsche Essen vor dem Schlafen gehen, kann auch deine Verdauung. Du schläfst zwar gut ein, pennst dann durch, aber bist am nächsten Tag ein bisschen verklatscht, kann auch passieren. Ja. Oder wenn Gibt du viele. Melatonin nimmst, guck mal, dass du das vielleicht irgendwie mal weglässt. Ja, zu viel, dann bist du morgens auch noch verklatscht. Ja. 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 Ja, ein paar Gründe. Super. Übertraining. Ja, Hormone checken halt, ne? Also zum Arzt gehen, Er hatte Blutwerte. gesagt, Blutbilder sind in Ordnung. Also Ach so. Blutbilder, ja, je nachdem. Ja, je nachdem, was kommt, der kontrolliert. Ich hatte auch schon Kunden gehabt, die kommen zu mir und sagen, ne, meine Blutbilder sind in Ordnung. Ich sage, zeig mir ein kleines Blutbild. Genau, ja. Safe. Ja. Also, Toll. okay, alles klar. Cortisol, auch noch überprüfen. Ja. Also wenn er das kontrolliert hat, oft nicht. Könnte auch ein Grund Guter sein. Einwand, Anton. Ja. Hier fragt jemand, sind 60 € Eintritt für eine deutsche Meisterschaft gerechtfertigt? Zum Beispiel Invictus Cup oder German Classic. Findet ihr 60 € Eintritt zu viel? Bei einem Invictus Cup, also es kommt auch die Veranstaltung an. Ich meine, da kommt ja ein Samson Dowder, da sind lauter IFBB Pros vor Ort und sowas. Ist ja schon eine coole Veranstaltung so. Und ich meine, so ein Konzert, da zahlt man ja auch keine Ahnung, wie viel Kohle oder. Na, das ist halt unser Sport. Ein anderer geht halt ins Stadion und lässt da 60 € liegen. Nachfrage, Angebot, ne? Also der Markt regelt eigentlich in der Regel. Ja. Ja, wenn die Nachfrage da ist, dann ist es Ich halt. hätte jetzt auch 50, 60 € finde ich, ist okay. Ich Also habe wie du jetzt gerade 35 sagst, Euro. die Die Preise Preise allgemein, was ist denn heute heutzutage 20, 30, 40 € geworden? Gar nichts mehr. Ja? Das sind Peanuts. Comedy-Programm, keine Ahnung, was weiß ich, wenn du es dir anguckst, das ist auch 40 bis 100 €. Also Veranstaltungen sind halt so teuer. Ich meine, wie du sagst, wenn Samson Dowder kommt, finde ich es fair, wenn man 60 € dafür verlangt. Ich würde auch sogar 100 € bezahlen, wenn man sagt, pass auf, der Gewinner oder die Leute kriegen was dafür. So, also. Genau, wenn die Ja. Preisgelder entsprechend auch Ja. angemessen sind, ne? Ja, Also sogar bei 35 35 Euro für einen
Niedersachsen Cup gezahlt, Dom, und du weißt, wie viele Leute da auf der Bühne standen. Ja, da lohnt sich nicht 60 Euro. Das ist... Ja. Aber da 35 wird auch Euro, jeder. jeder Athlet hat einen Euro von mir gekriegt. Ja, genau. Aber auch jeder, der gekommen ist, hat einen ersten Pokal gekriegt. Ja, eben. Die mussten finanziert werden. Ja. Ja, das war falsch. Dafür waren 35 Euro viel. Alter, ich hab mich so Ja. geärgert. Ja. Die Zunge ist ja auch ein Ma Muskel. Wächst diese dann auch, wenn ich HGH und Testo nehme? Also ich habe wirklich das, Jungs, Zunge raus. ich hab mich nie interessiert, also ich habe mich nie gefragt, aber ich glaube, also ich glaube ja, also ich Na, zeig würde mal her den fast Lappen. behaupten. Boah. Richtige HGH-Zunge. Ja, ich glaube eher, man erkennt das hier an diesen typischen Kopfformen, finde ich. Am Kiefer ein paar, ne? Ja, so da glaube ich, also die Zunge, es wächst ja nur noch das, wo die Wachstumsfugen nicht geschlossen Du sind. musst mal Akromegalie googeln. So. Ja, jein. Also, Muskel. du meinst jetzt die Knochen. Ja, hast Was? recht, es ging um Muskel, hast du recht, ja. Nein. Und also ich kann ja nur von mir sprechen. Jetzt vor allem im letzten Rebound, also nach dem Wettkampf, war das wirklich am schlimmsten gewesen. Also die Wassereinlagerungen waren jetzt okay. Also ich habe jetzt nicht krass übertrieben mit allem, ne? Aber ich habe wirklich gemerkt, also ich habe das Gefühl gehabt, dass die Zunge mir gestört hat. Also es hat sich, ja. Ne, also es war so dick gewesen. Also es hat so gestört beim Essen zum Beispiel. Oder ich Krass. habe ständig das Gefühl gehabt, ich bekomme nicht genug Luft. Ne? Also das ist, ne? Also ich habe mich total unwohl gefühlt. Ne? Und dann, ja. Aber dann wächst sie nicht in der Länge, weil ich weiß, Dicke, dass ich dicke. früher, ja genau, weil ich früher schon Ja. nicht mit meiner Zunge an die Nasenspitze gekommen bin, komme ich immer noch Kann ich auch nicht. nicht. Probier Nee. mal. Kann ich nicht. Ja, Ja. Dwayne, ne? Ich auch nicht. Dicken Wachstum vielleicht, ja, keine Ahnung. Aber generell müsste es ja. Was ich gemerkt habe, ist, dass mein Unterkiefer so nach vorne wandert, ein bisschen. Kennt ihr das? Dass das so, dass da immer mehr passiert? Ja, ohne Spaß, ich krieg so ein Schubladenkinn. Ich erwische mich manchmal dabei, wie ich so zubeiß und dann sind die Ja, unteren Zähne stimmt. über den oberen Zähnen. Meine Zum Zähne sind Überbiss. verschliffen oben, ne? Also in den, ne? So wie du es gerade beschrieben hast, ne? Weil es jetzt so falsch aufsetzt. Ich sehe oben so eine, sogar Abrieb. Ne? Also das hatte ich ja früher nicht gehabt. Ne? Also Aber das. das macht es ja auf jeden Fall. Also ich, bei mir ist es nicht so schlimm. Das klingt jetzt so doof, aber ein Roman Fritz hatte früher mal einen geschlossenen Kiefer. Und heute hat er ja größere Zahnlücken wie damals, weil ich verfolge den ja schon, seitdem ich klein bin. Und das war früher bei dem nicht so doll. Dem ist 100% sind dem die Zähne auseinandergewachsen, weil der ganze Kiefer sich Bei verbogen Urs hat. ist auch der Kiefer gewachsen, finde ich. Wenn du dir mal die alten Red One-Videos anschaust, als er Profi Ja, das. geworden Genau, ist, aber das ist meinte richtig Anton ja klein gerade, ne? geworden. Dieses Knochendickenwachstum von den Fugen, wo sich die Fugen hier zum Beispiel Ohren, Hände, Nase, Knorpeln, Knorpeln. das wächst ja alles weiter. Genau. Wusstet Finger. ihr, dass der Schwanz wächst, wenn du HGH in der Wachstumsphase, also der Pubertät nimmst, dass da anscheinend der Schwanz wächst? Jetzt verstehe ich. Hätte Meinst ich mal früher du? Bist du dir angefangen. sicher, Martin? Ich glaube, das hat mir Max sogar mal Aber gesagt. ich weiß, dass Schwanzgröße in der Pubertät direkt von Testosteron abhängig ist, aber von Eigentestosteron, nicht von Ich Testosteron, was bin man mir hat. nicht sicher, das müsste man mal irgendwie googeln. So, also ich weiß, Alex hat also das auch mal gesagt im Podcast. ja, mir wurde das mal gesagt, dass es so Anton ist. weiß es. Also wenn dann von IGF, nicht von Wachs, das glaube ich eher wenig. Also aber ich weiß ganz genau, dass es halt von Testosteron abhängig ist. Ne? Okay. Eh zu Bleiben wir doch spät. mal bei dem Körperteil. Hier fragt nämlich jemand, warum hat der Penis immer einen niedrigen Körperfettanteil, egal ob off- oder on-season? Hä, da ist doch gar kein Weil Fett, da keine oder? Fettzellen sind. Was? Wer fragt Was, sowas? Bruder? Immer niedrigeren, also heißt das, dass da doch irgendwas am Fett dran ist bei dem, oder was? Keine Ui. Ahnung. Naja. Hautfaltenmessung. Ich Ich will mal glaube. 1 Millimeter. Weil er keine Fettgewebe ist, da kann er kein Fett Ja. ansetzen. Quatsch mal. Weil der Bleiben wir mal. Fragensteller ist schon interessant. Eine niedrigeren wie sonst. Oh, ich habe Also ich gehe mal gemerkt. davon aus, warum das nicht so ist, ist, weil es nah an den Eiern ist und die Eier nicht zu warm werden dürfen. Vielleicht deswegen Fett ist ja auch ein Aber es also ist ja Fett. auch nur ein Schwellkörper und nichts anderes, Ja, ne? ich weiß. Ich denke mal, aber dieser ganze Bereich, der soll einfach nicht zu warm werden. Deswegen ist wahrscheinlich auch um den Bereich kein Fett. Die Eier haben ja sogar, also
Das ist ja sogar vom Körper so vorgesehen. Wenn es Genau. warm ist, dann wandern die raus. Wenn es kälter wird, dann wandern die wieder rein. Also die Schützen, es ist ja auch so, dass die draußen hängen, einfach nur damit die nicht zu warm werden, damit die Spermien nicht sterben, wenn ich es richtig verstanden Das ist habe. richtig, genau. Die Ja. Eier haben Ja. 1 Grad weniger Temperatur als als eine Körpertemperatur ist. Und Man kann sich doch irgendwie an der Innenseite vom Oberschenkel so berühren und dann wandern die Eier rein. keine Oh mein Placebo-Effekt, Gott, ja, ich sag's sag's nicht. nicht. Aber ich weiß, dass dadurch aus diesem Grund halt Sitzheizung sehr ungesund ist. Ja, ich habe jetzt gehört, Ey, da war ein. ich habe jetzt gehört, mir wurde gesagt, dass eine Studie gesagt hat, also ich habe das nicht überprüft, die sollen angeblich neu sein, dass es sein kann, dass Kinder oder Babys, die lange Windeln getragen haben, irgendwie im Alter, ich weiß nicht, ob es genau dieser Wortlaut war, impotenter sein können. Ja, Was? und Probleme haben können, als Ja, erwachsene warm. Kinder zu haben, weil es zu warm wurde. Soll so gewesen sein. Habe ich nachgeplappert, habe ich gehört, ist nicht bestätigt worden. Habe ich jetzt vor einer Woche oder so, das hat mir jemand erzählt. Wenn man zu lange Windeln trägt, dass es sein kann, dass die Erwachsenen dadurch Probleme bekommen haben. Es kann sein, dass du Hodenhochstand bekommst, wenn du stopfst, weil die Eier kleiner werden. Dass dir quasi die Eier ständig in den Bauchraum reinrutschen. Das habe ich andauernd. Ich Ich wollte gerade sagen, ich habe habe das nämlich auch oft. Stell mir das immer bildlich vor, weil ich keine Ahnung, ich hatte Hast du es noch nie? ein Mann, ich weiß gar nicht, wie das Also, sein ich, kann. das Das war musst du mir mir kurz kurz erklären, erklären, oder weil ich wann dann nicht die da Eier drin denn in den plötzlich. Bauch? Die sind Hä? immer In die Leiste ran wandern die rein. In Machst den dann so an der Leiste und dann kommen die wieder so Vorhof. rein. I, aber das ist mir vielleicht im Leben ein paar Mal passiert, ja, aber dass das eigenständig, selbstständig irgendwie reinrutscht, das kann ich mir gar nicht Mir vorstellen. flutscht dann dauernd mal ein Ei weg, Alter. Ich hab das Aber ja, ich weiß, was Sie Wenn meinen. du Ja. was hast, dann passiert das ständig. Andauernd, keine Ahnung, ich gehe pinkeln und dann plupp, muss ich erstmal wieder bei der Eier rausdrücken. Ich hatte einmal Angst gehabt, dass mein Ei geplatzt ist, weil ich es nicht mehr gefunden habe. Das war schlimm, Alter. Da war ich, keine Ahnung, 20. Da Deiner habe ich Leiste. geschrien. Hier kaufe ich das gar nicht ab, ne? Warum? Das kann ich mir nicht vorstellen, Digga. Aber ich schwöre, das liegt da, also dass die Eier immer in die Leiste flutschen, das liegt da dran, dass die auf Stoff einfach so klein Dass die werden. so klein sind, ne? Ja, Ja. ja. Also Ich mach dir habe keine immer beim Gedanken. Duschen, ich habe mich Deswegen so reingerieben und. immer HCG dabei geben. Also das passiert doch nicht. Ja, das könnte man zum Gegensteuer machen, ja. Könnte man, ja. Nur nicht die Könnte ganze man. Zeit, dann muss das Ei aber vorher wieder aus der Leiste raus, bevor man hat Stell hingehen mal und vor. Sonst bleibt das drin. Für rein. immer, Alter. Fuck, ich muss wieder Stoff nehmen, mein Boah, Ei ist in der Leiste festgewachsen. hör mir auf. Martin, was wolltest du Holy gerade erzählen shit. mit Duschen? Nein, ich hab mich da mal richtig erschrocken. Das war so, glaube ich, das erste Mal, dass mir das passiert ist. Bei mir auch, Ich bin safe. geduscht und dann fasse ich da so hin und dann dachte ich ohne Spaß, dass meine Eier weg sind, dass die nicht mehr Ja. existieren. Ich hab richtig Schock bekommen und dann Nee. war die bloß so in der Leiste drin. Also dann hab ich da Du drückst so. sie auch immer raus. Ja, genau. Alter, das war. Da dachte ich mir so, was geht jetzt ab? Was dachte ich, die sind einfach weg jetzt. Ich hatte auch What mal einen the Panikanfall fuck, deswegen. Alter? Ja, schreibt mal in die Kommentare, wem alle die Eier in die Leiste rutschen. Ich kenne nur aus dem Umkleidekabinett diese alten Menschen mit den Schlepphoden da. Ja. Ja. Alte Ja. Opas, die sich dann so irgendwie neben dich stellen oder so. Die Die sich sich dann so ein so nach bisschen vorne knien beugen hängen. immer. Oh, ekelhaft. Ja. Einen grünen Stoff zu nehmen, Tom. Ja, für die Opas. Ich Nein, habe für keine Lust, dass dich. meine Eier in der Das kann bei Leiste dir auch passieren, du Netti. hängen. Keinen Bock, dass meine Eier in der Leiste hängen. Alter, was sind das für Themen hier? So, Welchen Muskel weiter. findet ihr optisch am schönsten? Nicht zwangsweise an euch, aber generell. An Frauen oder generell, was wir cool finden bei Generell, Typen? welchen Muskel findest du optisch am schönsten? Schließmuskel. Wunderschön. Bei Frauen oder bei Männern? Bei Frauen Gluteus. Bei Frauen Gluteus Gluteus. Maximus. Oder nee, also auch Beinmuskulatur generell, also Quadrizeps Bei mega. Frauen finde ich auch Beine, Po und Rücken. Rücken finde ich auch sehr schön. Glaube, ich finde Brustmuskeln am schönsten. Bei Bei Männern? Männern auch Männern? Schweine, Nee, Beine. allgemein, wenn man jetzt so ein. Also ich. Ja. Natürlich bei Männern, ich will jetzt nicht. Bei Frauen würde ich es nicht. So eine Frau mit so trainierten Brustmuskeln, so schön. Frage war allgemein, welchen Muskel findet man am schönsten? Da bin ich schon wieder nicht, hab ich nicht auf dem Plan. Ja, genau. Ja. Und ich möchte bitte den Brustmuskel am schönsten finden. Keiner Bei Bauch? Männern auch Bizeps, oder? Naja, Frau schließt sich den Brustmuskel aus, weil man den nicht sieht, aber. Beim Mann finde ich es krass, wenn man, also das Erste, was ich gucke, glaube ich, wenn ich einen Körper sehe, ich finde es Ja, halt stimmt schön, wenn schon. das wirklich so eine überdimensionale
große Brust ist, die am besten auch so drüber lappt und hängt, so, das finde ich irgendwie ist der schönste Muskel. Und Ohne dann vielleicht Schulter die sieht es auch Quads. scheiße aus, Bruder. Was? Ohne massive Schulterblätter sieht es auch scheiße Ja, aus. klar, im Fall, ja. Aber ich sag Brust und Schulter bei Männern. So Ja. grundsätzlich. Was sagt ihr zu Armen? Ich finde Arme doch auch ultra wichtig, oder? Im Also T-Shirt. es stört irgendwie so ein Arme sind Gesamtbild, ja wenn kein jemand. Muskel. Ja, so Ja. Bizeps. Bizeps. Dann würde ich eher Trizeps sagen. Ja, weil es halt den Arm Bizeps finde ich dicker voll geil, macht. Alter. Wenn da hinten so ein richtiges Croissant hängt, das sieht geil aus, aber ein Bizeps ist einfach nur so ein Ei Ja, aber obendrauf. das ist so ein Vorzeigemuskel. Du musst immer den Bizeps zeigen. Also wenn so eine außenstehende Person dich sieht, dann sagt die immer, oh, zeig mal Bizeps. Und wenn du dann so machst, und dann hast du da plötzlich nichts und das sieht scheiße aus. Weißt du, was ich meine? Das ist doch voll geil, wenn du so einen Arme-Peak dann auf Ja, einmal guck mal, hast. zum Beispiel beim Rühl, ne? Der hat ja kaum Trizeps gehabt, ne? Ja, Aber eben, aber der hatte der so einen Bizeps. hat auch. Sah trotzdem geil aus. Einer von euch Bauch? Sixpack. Scheiß drauf, fett sein. Ja, ich glaube, ich hätte auch lieber kein Sixpack und dafür Brust und Schultern Ja. als Sixpack und keine Brust und Schultern. So wie Domme bei der Weihnachtsfeier da bei Ingo aussah. Da habe ich danach zu Selina gesagt, so wie Domme jetzt aussieht, da warst du so ein bisschen massiver, massiger und so, deine Offseason. Hab ich gesagt, so wäre es geil, generell einfach im Alltag auszusehen. Das wäre eine Digga, wir konnten mit Dommel 200 Meter spazieren gehen, dann musste der zurück ins Auto. geile. Ja, aber das sah krass aus. Aber es sah gut aus. Ja, massiv, so breit und massiv halt, maskulin so. Und nicht so, das finde ich besser als so drahtig und dünn und, weißt du, was ich meine? Okay, das wäre auch eine interessante Frage. Dann eher dünn und definiert oder breit und massig? Ich sag breit und Masse. Wie Ja, massig? ja. Ich bin bei definiert. Ja, bist du ja auch. Ja, klar. Weiß nicht, ich finde, Aber ich du denke bist mir, ja das ist doch ein athletischer. geileres Leben, wenn du dann weil du richtig viel essen kannst und so schön massiv bist, pumpen gehst, als wenn Ich du. doch auch. Ja, aber du musst Aber ja wenn, bestimmt noch voll drauf achten, oder? Tom, wenn du jetzt könntest, also gar nicht jetzt auf funktionell und so betrachtet, wie würdest du oder wie sollte dein Körper aussehen? Wie gesagt, ich habe damals So angefangen, Role weil ich Model so mäßig, es gibt ja Körper viel. von Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee und sowas gefeiert habe. Okay. Ja, ich fand Ich bin zum da Beispiel. so zum Beispiel so Aber da bist du doch schon längst. Also du bist doch Calisthenics-Leuten, mehr. weißt du? Aber du bist doch schon deutlich, also auf deine, der Körper gesehen, deutlich muskulöser als die, Ja, als stimmt. Kampfsportler. Also. Ja, also so Calisthenics-Leute oder so Turner, weißt du, das finde ich ist schon eine richtig geile Physik, die halt Aber du bist doch einfach schon viel besser richtig. als die. Also findest du jetzt deine Physik. Also du bist ja deutlich muskulöser als ein Turner oder ein Typ, der Kampfsport betreibt. Weißt du, was ich meine? Hundertprozentig. Oh, ich würde, ja, vielleicht bist du auf dem Level. Nee, Ich bin zufrieden, das ich bin glaubst du sehr nur. zufrieden. Aber du bist deutlich massiver. Aber du fandest eher früher, also Jean-Claude Van Damme war so, da hast du gedacht, boah, geil, so will ich mal aussehen. Was? Ja, So genau. Ich wollte immer diese Kampfmaschine-mäßige. Ich wollte nie dieses, athletisch, ne? ja, Drahtig, genau, athletisch. so athletisch. Ich war nie dieses so massig, dicke Muskeln, sondern eher halt durchtrainiert, athletisch, drahtig. Nee, ich wollte immer Natürlich ist schon. das geil, wenn du so dicke Schultern hast und dann in V-Form und sowas. Feiere ich auch. Aber es muss jetzt nicht halt wirklich so dieses Massemonster. Kennt ihr dieses Meme, was damals rumgegangen ist? So Cardio is that Spanish mit diesen beiden Powerliftern da? Ja. Ja. Ja, so muss es nicht sein. Ihr seid wahrscheinlich eher in die Richtung unterwegs, ne? Ja. Ja, Martin, ja. Ja, ich fand auch tatsächlich immer, wenn ich so, also ich kenne es ja so aus der Jugend, muss man ja gucken, am coolsten, die coolsten Filme oder die coolsten Schauspieler waren für mich immer Schauspieler, die so überdimensional viele Muskeln hatten. So. Also sag mal, für mich war früher so ein The Rock, fand ich voll geil. Ja, Mann. Also eher wie ein Jean-Claude Van Damme. Ne? So. Eher ein Vin Diesel als ein Jean-Claude. Genau. Ja, Ja, was sind denn ja. diese Zwillingsbrüder, die mit langen Haaren, die ganz, ganz früher in alten Filmen mitgespielt haben? Amis? Was? Amis, ja. So in 80er, 90er Jahren. Fuck, das Boah. muss ich doch kennen. Was Nee. haben die für Filme gemacht? Kampfsport, Action? Action-Comedy, Comedy halt, ne? Zwei, die waren Okay. übelste Tiere, so ein Bodybuilder gewesen. Weiß, schwarz? Nice. Nee, das haben wir gar nichts. Hat mir auch Alter, nicht. das waren zwei Zwillingsbrüder. Das wundert mich jetzt. Hey, ich google mal. Warte mal, wenn ich jetzt schnell drauf komme. Ne, parallel. Alter. Wahrscheinlich werde ich schnell in den Kommentaren zerpflückt, weil alle es wissen. Und wir stehen ja alle voll auf dem Schlauch. Body? Keine Nee. Ahnung. Zwei, was soll man googeln, Mann? Aus den Zwillingsbrüder. 80ern. Zwillinge, warte mal, So, während die beiden suchen, können wir vielleicht bei der Brüder, nächsten Frage machen. Film. Martin und Dwayne, an euch beide. Wie geht ihr mit Kunden um, die Vorerkrankungen hatten oder haben, zum Beispiel Krebs?
Habe ich tatsächlich einen im Coaching, der mal Krebs hatte. Ich habe das kurz gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das Ja, jetzt. sag Hast mir einfach. du sie? Kennt ihr die? Nee, kenne ich nicht. Die habe ich aber auch gerade gesehen. Hä, das sieht aus wie bei New Kids-Stil. Habt ihr nicht gesehen, die Filme, Mann? Die, ne? Ja, genau die, genau die. Krass, kenne ich nicht. Die Barbaren. Die Barbaren, ja, die haben ja so einen Comedy-Film, ja. Ich kenne die nicht Aber tatsächlich. krass, die sehen echt aus wie richtige Bodybuilder. Ja. Das sind ganz verrückte Typen. Mir hat auch einer, ich glaube sogar Kevin, sein erster Coach hat mir mal über die Peter erzählt. Paul und David Paul. Genau. Also die waren nie auf der Bühne gewesen, zumindest halt jetzt nicht richtig krass wettkampftechnisch unterwegs. Ne? Und die hatten immer von einem Training Line Cooks gegeben, ne? Ins Gym gegangen, ne? Trainiert, aber die sind auch früh verstorben. Ne? Die haben auch die ganze Kohle, was sie verdient haben. Also viel haben die jetzt nicht verdient. Zu den Zeiten hat man so als ein Schauspieler gar nicht so viel Kohle bekommen. Ne? Aber waren halt wirklich nur so in Partyszene, nur unterwegs, ne? Dann tagsüber gepumpt, waren auch stark, wirklich wie so Ochsen. Ne? Aber mich wundert es, dass sie den nicht kennt. Ne? Gerade so als Bodybuilding-Fans. Ja, Also, das eben. waren so die Filme, auch so zu Schwarzenegger-Zeiten, aber. Natural Born Killers haben sie auch mitgespielt. Ja. Oh ja, Krass. krass. Ja, also gut, das sind jetzt eine die wenigen, die mich damals inspiriert haben, ne? Also einen kleinen Jungen, ne? Natürlich so ein Schwarzenegger und ja, um auf das Thema nochmal zu kommen, also mich haben schon so massive, starke, muskulöse Typen fasziniert. Deswegen seid ihr so geworden, wie ihr geworden seid. Und ich bin. Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Martin Duane, noch mal ganz kurz zur Krebsfrage. Ja, also ich kläre das zum Beispiel im Anamnesebogen. Also bei mir bekommt jeder einen Anamnesebogen, bevor wir das Coaching starten. Da werden auch Dinge wie Vorerkrankungen geklärt. Und dementsprechend, je nachdem, was es ist, natürlich sind die dann auch immer in ärztlicher Behandlung. Das ist auch ganz wichtig, dass die regelmäßig zum Arzt gehen, regelmäßig Blutbilder machen. Na, wenn jemand zum Beispiel Hashimoto hat oder eine Schilddrüsenerkrankung oder sowas, dann ist es mir da wichtig, dass die Schilddrüse halt immer gut eingestellt ist, dass man da vielleicht supplementtechnisch oder halt mit der richtigen Ernährung noch dagegen kontert und so. Aber es ist ja jetzt also eine Vorerkrankung ist für mich kein Grund, jetzt nicht irgendwie ein Training durchzuziehen und irgendwie sich gut zu ernähren. Ja. Also, es kommt natürlich auf die Krankheit an, ganz klar. Wie du sagst, Genau, wenn eine total. Schilddrüsenkrankheit ist, müssen wir natürlich auf die Schilddrüse achten. Ja. Jetzt ist natürlich immer die Frage, ich versuche es dann allgemein zu halten. Ich hatte jetzt mal Fälle, wie jemand hatte Brustkrebs oder wie auch immer, dass ich dann frage, okay, was hat denn dein Arzt gesagt? Worauf musst du denn achten, ernährungstechnisch? Gibt es da irgendwas, was beachtet werden muss? Hat er dich auf irgendwas, ne, angewiesen? Ja, und dann kriege ich meistens eine Antwort, ob sogar oder nicht. Und dann kann man halt loslegen. Ja, ich empfehle natürlich nicht bei starken Krankheiten irgendwelche. Also grundsätzlich muss ich natürlich unterscheiden. Es gibt natürlich Coaching für Bodybuilder und es gibt Gesundheitscoaching. Und ich denke mal, wir haben alle Leute, die wir halt. Ich habe auch High-Performance-Menschen bei mir im Coaching, die einfach nur wollen, hey, ich will am Tag funktionieren, ich will fit sein, ich will einfach nur die beste Person sein, die sein kann. Und dementsprechend passe ich deren Ernährung an, dass die richtig funktionieren, dass die optimal schlafen, dass alles funktioniert. Und dementsprechend bei Krankheiten muss man das auch machen. Ja, Ist klar. du Da kannst werde jetzt ich. jemand, der Krebs hat, kein HGH aufschreiben, so Ja, quasi. genau. So, darauf ist es halt angepasst. Ja. Ja. Also, es kommt auf die Krankheit an. Kommt Und die wirklich auf Leute die sind ja Krankheit an. meistens dann eh doch in ärztlicher Behandlung, ihr seid keine Ärzte, meine Ja. Güte. Deshalb habe ich es gesagt, ja. Ja. Meistens ist eine optimale Ernährung, Training und alles andere Optimieren im Leben von denen eigentlich nur gut. Verbessert immer alles, die Ja. Gesamtsituation. So. Ja. Hier bittet noch jemand, dass wir unbedingt mal auf die Betrugsmaschen von Influencern, die Coaching anbieten, eingehen sollen. Ich habe ihn dann auch tatsächlich mal angeschrieben und gefragt, was er damit meint. Und er sagte, dass sowohl er als auch seine Freundin bei unterschiedlichen Coaches wohl gewesen wären, die ihm oder Ah, der hat seiner mir Freundin geschrieben. Der hat einen uns geschrieben und gesagt, schalte in Knebelvertrag so die. 6 Monate gegeben Ja, haben genau. und aber nachher den Leistungen, die sie angepriesen haben, nicht nachgekommen sind, eher versucht haben, irgendwelche Kurpläne anzudrehen. Und er fühlt sich jetzt halt um sein Geld betrogen und verarscht und möchte gerne, dass wir ganz kurz mal darüber reden und das Ganze aufklären, weil das ja dann auch Arbeit wie zum Beispiel von einem Dom, einem Dwayne, einem Anton oder einem Martin halt irgendwo auch ad absurdum führen. Und Ich er bin da auch so ein meinte. bisschen,
Jeder ist für sich selbst verantwortlich, ne? Wenn man sich irgendwie die Mühe gibt, ein bisschen zu recherchieren, dann kriegt man ja auch raus, wo ein gutes Coaching ist und wo. Ja. Und momentan gefühlt ist jeder Coach. Und wenn man dann da hingeht, dann ist man vielleicht auch ein bisschen selber dran schuld an seiner Situation. Also, oder einige dich halt, wenn du einen ausprobieren willst, darauf, dass man es nicht auf, dass man nicht in Vorleistung tritt mit einer Bezahlung. Ja. Also ich weiß, was er meint, ja, ich finde es eh faszinierend. Ich finde es faszinierend, was für Leute Posing-Training geben. Ich finde es faszinierend, was für Leute coachen, weil ich halt den Hintergrund habe und weiß, was das für Menschen sind. Und die haben vielleicht eine halbe Saison mal gemacht und posen selber wie ein Sack Scheiße oder haben noch nie, ja, keine Ahnung. Ich finde, da so ein bisschen ist man selber dran schuld. Wenn man da hingeht, dann hat man sich auch schon Schaut euch vor. die Leute an, die betreut werden. Ja, Wenn ich zum easy. Beispiel sehe, oh, Domme hat mit seinen Athleten, was weiß ich, jetzt im Herbst, keine Ahnung, wie oft Gold geholt, hier jeden Wettkampf dominiert, ja, dann wird er wohl ein guter Coach sein. So, wenn du dann aber einen anderen Coach siehst und der hat gar nichts vorzuweisen, außer ein paar dumme Reels oder sowas, dann würde ich da halt auch nicht unbedingt hingehen. So. Man kann ja auch einen Athleten mal anschreiben und nachfragen, hey, wie ist läuft Das, das ja. Coaching ab? Bist du Genau. zufrieden? Ich Wird weiß mal einfach. tatsächlich auch, wer das ist, ne? Also, der hat mir geschrieben, genau diese Frage mir geschrieben und ich habe gesagt, der soll es in die Fragesticker reinschreiben. Ja, der Ach. hat mir auch geschrieben, welcher Coach das ist und so, aber habe dem genau dasselbe gesagt. Ja, dann, ja, Ich ist das kann halt so. einfach nicht nachvollziehen, warum Leute andere Leute verarschen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Aber, wie Domme schon sagt, ich finde, es ist so einfach heraus. Ich bin hundertprozentig sicher, dass ich niemals zu einem Coach gehen würde, der mich verarschen könnte. Also, weil ich Ja. nachrecherchiere. Also, ich finde heraus, ob er gut ist oder nicht, indem ich entweder sehe, was er macht. Oder vielleicht im schlimmsten Fall, wenn ich unsicher bin, seine Leute anschreibe und frage, hey, ist der gut? Hat er es drauf? Das wäre dann im schlimmsten Fall. Man sieht ja, was die Leute machen. Und ich würde die Person erstmal ein bisschen länger verfolgen, deren Ergebnisse mir angucken. Und wenn du ganz unsicher bist, ja, wie schon gesagt, anschreiben. Schreib die Coaches an und dann findest du eigentlich alles heraus. Das wäre auch ein super Tipp, ich glaube auch. Einfach sich vorher mal ein bisschen mehr mit der Person auseinanderzusetzen. Ja, also klar. Ich verstehe aber, glaube ich, was das Problem ist. So, ich habe gerade überlegt, okay, wenn ich jetzt jemanden brauche, der mir Balletttanzen beibringt, gut, ich wäre wie du. Ich würde dann auch nicht losgehen und sehe einen, okay, der hebt jetzt zweimal das Bein auf dem Reel, der muss Ballett tanzen, sondern dann sucht man sich vielleicht drei Leute raus und dann denkt man sich so, ah ja, okay, die drei sind cool und dann guckt man da mal ein bisschen und dann würde ich es auch so machen. Einfach ein bisschen mehr recherchieren. Ne? Ich meine, das sind ja dann meistens Beträge, die so irgendwo zwischen 150 und 300 € im Monat sind. Für ein halbes Jahr ist man dann mal schnell bei 1000 bis 1800 €. Ja, das ist schon so eine Summe, wo ich mir schon irgendwie vorher vielleicht mal 3, 4 Wochen Gedanken machen würde. Ja. Mich wundert das immer noch, dass sie so viele von diesen Coaches dann halten. Weil das muss sich doch irgendwie auch rumsprechen, oder? Das Problem ist ja auch, was soll man jetzt machen? Soll man jetzt die Namen sagen hier im Podcast und dann so du, du, Ich habe du? ihn nachgefragt, er hat mich nicht mal genannt. Ja, aber ich meine, nur, ne, man kann ja nur Tipps in diese Richtung geben, dass man dann sagt, macht euch vorher ein bisschen Gedanken, guckt auch, was die vielleicht schon für Leistungen gemacht haben, weil so wie schon sagt, so in der Welt von heute mit Social Media, jeder kann sich jetzt mal drei Begriffe merken und dann irgendwie ein schlaues YouTube-Video oder ein Ja. schlaues Reel drehen und dann mal mit zwei, drei Fachbegriffen um sich schmeißen. Ja. Die zerstören sich eh am Ende alle selber. Da bin ich davon überzeugt. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das mir macht auch Hundertprozentig. gar keine Sorgen, weil genauso wie die kommen, gehen die auch alle wieder, weil das ist ja alles Langfristiges. Ja. Okay, Olle. Noch einen zum Abschluss und dann hauen wir rein. Ja, echt schon wieder voll lang, Ja, ne? eben. Deswegen noch, Noch ihr küssen. fragt noch eine, was sind eure lieblingsdynamischen Bauchübungen? Also jetzt nicht sowas wie Plank. Was sind eure Schwere Lieblings? Bauchübungen. Schwere Bauchübungen. Also dynamisch einfach bewegende Bauchübungen. Am Kabelzug zum Beispiel oder an. Ja, genau. Dynamisch, also Ganz, nicht ganz statisch. wichtig. Und es ist wichtig, dass man eine Crunch-Bewegung macht, dass man so Ja, richtig die Wirbelsäule statisch. einrollt und nicht Das hier war immer. das Einzige. Ja, Alles also andere dynamisch. trainiert nämlich nur euren Hüftbeuger und nicht eure Genau. Muskulatur. Genau. Also Cable Beinheben. Crunches, was habt ihr noch? Genau, okay. Also Beinheben. Meine Lieblings ist Decline Crunches. Ja, meine auch. Was ich auch sehr geil finde, ist halt irgendwo Übungen, wo man es schafft, in ein Hohlkreuz zu gehen, damit man wirklich auch hier stretcht. Wieder ein Stretch in der Bauchmuskulatur hat. Das kann man ja oft auch selber auch auf den, keine Ahnung, Decline Crunches auch machen. Decline Das ist Crunches, voll geil. genau. Richtig Schön. ausstrecken und dann so ganz einrollen. Und ganz, ganz Genau. wichtig ist, versucht den Bauchnabel zur Wirbelsäule zu ziehen und alle Luft auspusten. Dann kontrahiert der Bauch noch härter. Also wirklich so. Guter Tipp, ja. Ja.
Find Bauchrolle auch eine geile Übung, ne? Mit diesem App-Roller. Ach so. Aber ich glaube, da ist schon wieder viel Hüftbeuger mit drin. Sonst Die müsstest du eher Hüftbeuge, unter Katzenbuckel dich anderem. rollen. Belastung halt auf den unteren Rücken, ne? Das ist auch extrem. Also Leute, die Hat man jetzt. auch nach ein paar Wiederholungen, ja. Wenn du die Spannung im Bauch hältst, nicht. Ja, Becken kippen, also wenn das Becken so nach vorne gekippt ist und es durchgängig hältst, ja, dann nicht. Aber dann ist ja auch irgendwie, nicht, ist das dann wirklich dynamisch? Also, das ist ja auch irgendwie eher eine Der Bauch ist dann statisch. eher statisch. Du änderst halt hier Ja. nur den Gesagt hat, das ist schon das Wichtigste Winkel. eigentlich. Ja. Achtet darauf, dass ihr auch wirklich cruncht und nicht nur euren Hüftbeuger trainiert. Ja. Ja. Gut, Nicht, Leute. keine schweren seitlichen Bauchmuskeln trainieren, aber ich glaube, das ist jetzt auch schon durchgelutscht, das Thema. Gut, dass du sagst. Ich glaube nicht, dass viele das Das wissen. musst du immer wieder, das musst du immer wieder ansprechen. Weißt du, Ja, junger Mann, ich es so, ja. kommen jedes Jahr neue Leute in die Szene oder halt in den Fitness rein. Ne, und das ist wie mit Kindern. Also jede Generation lernt neue Ja, Schritte, stimmt. Ja. reden etc. pp. Ne, und ich merke es halt immer wieder, auch selbst, ne, wenn wir das Thema Coaches ansprechen, neuer Coach, der jetzt noch gestern, keine Ahnung, erst angefangen hat, gefühlt, heute mal ein paar Berichte gelesen, die schon vor 20 Jahren veraltet waren. Und für ihn ist es jetzt Neuland, ne? Und er macht halt ein Video auf und sagt: Habt ihr gewusst, dass ein menschlicher Körper nicht mehr als 20 Gramm oder 30 Gramm Eiweiß aufnehmen kann? Ja. So, und der Pisser, das haben wir schon vor 15 Jahren Ja. gefressen gehabt. Ja, und diese Themenhalte ist eigentlich schon geschlossen, ne? Und ich Ja. versuche das wieder zu beleben halt, ne? Aber du hast Und schon recht, es kommt wieder einer. das muss man leider immer wieder ansprechen. Redest du gerade von Sascha? Alles gut. Er redet gerade von Sascha Sascha, Mühle? glaube ich. Sascha Mühle. Sascha Nee, Mühle. der hat jetzt, der hat Da hatte ich Redeverbot. eigentlich im Hinterkopf gehabt. Ja. Okay, ich habe hier noch echt, ich habe alle Fragen schon rausgelöscht, aber hier sind noch immer super viele dabei, die ich jetzt noch nicht geschafft habe. Stellt die Fragen gerne nochmal. Sorry, wir können einfach nicht alles beantworten. Wir haben nur ein bestimmtes Kontingent an Zeit. Danke, dass ihr euch die Mühe gebt, mir die Fragen zu stellen. Seid nicht traurig, wenn ihr nicht berücksichtigt worden seid. Und dann hören wir uns nächste Woche. Wie immer gilt, bildet euch breiter, lasst Liebe da und macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.